Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 18,3 Milliarden, das ist der Rekordstand für einen Haushalt des Bundesinnenministeriums. Und diese 18,3 Milliarden im Haushaltsentwurf sind gut investiertes Geld, vor allem für den Kernbereich des Bundesinnenministeriums, für die Sicherheit in unserem Lande. Wir investieren ja in diesem Bereich bekanntlich seit Jahren in die Personalausstattung, in die sächliche Ausstattung. Und ich kann heute feststellen, dass wir bereits im dritten Jahr in Folge eine sinkende Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland haben, dass Deutschland zu den sichersten Ländern auf dieser Erde gehört. Dass dies so ist, verdanken wir all diesen politischen Maßnahmen der letzten Jahre. Die werden fortgesetzt im Jahre 2021, wenn dieser Haushalt so verabschiedet werden sollte. Aber wir verdanken diesen Sicherheitsstandard ganz maßgeblich der herausragenden Arbeit unserer Sicherheitsbehörden, die unser volles Vertrauen der Bundesregierung haben und denen ich für ihre hervorragende Arbeit herzlich danke. Wir haben gleichwohl natürlich auch Herausforderungen, was den Terrorismus, den Extremismus, den Antisemitismus und den Rassismus betrifft. Und hier ist die Linie der Bundesregierung ganz klar und eindeutig. Ich nehme für uns in Anspruch, dass noch keine Bundesregierung in den letzten Jahren die Herausforderung des Rechtsextremismus so identifiziert und beim Namen benannt hat wie diese. Und dass noch keine Bundesregierung ein solch umfassendes Bekämpfungs- und Abwehrpaket beschlossen hat gegen den Rechtsextremismus, gegen den Rassismus wie diese Bundesregierung. Und zur Wahrheit gehört, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung in unserem Lande ist. Wobei wir den Islamismus, das haben wir jetzt in Paris gesehen, und den Linksextremismus keineswegs aus dem Auge verlieren oder gar unterschätzen. Und bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus ist die Linie der Bundesregierung auch vollkommen klar. Wir klären auf, wir vertuschen nichts, wir verfolgen rigoros und wir richten uns nach dem Prinzip Null Toleranz für Rechtsextremisten, ganz gleich auf welcher Ebene und in welcher Berufsgruppe. Ich denke, ich werde nächste Woche vom Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz den lange angekündigten Bericht über die Lage, über die Extremistenlage in der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Und dann werden wir mit Sicherheit hier und in den Ausschüssen auch vertieft darüber diskutieren. Das zweite Beispiel, wo ich anführen möchte für gute Anlage der Steuergelder, ist die Bauwirtschaft. Wir haben uns ja zum größten Wohnungsbauprogramm in den letzten 30 Jahren verständigt mit allen Beteiligten, Bund, Länder, Wohnungsbauunternehmen und haben in diesen Bereich Milliarden gesteckt für die Städtebauförderung, für den sozialen Wohnungsbau, für die steuerliche Abschreibung von Mietwohnungsbau, für das Baukindergeld, für zwei Novellen des Wohngeldes, nämlich Anpassungen des Wohngeldes für kleine Einkommen. Der größte Ertrag ist aus meiner Sicht, dass wir zu einer Dynamisierung des Wohngeldes gekommen sind. Alle zwei Jahre wird jetzt automatisch das Wohngeld an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst. Und das ist eine schöne Entwicklung. Das ist das größte Wohnungsbauprogramm, ich sage es nochmal, seit der Wiedervereinigung unseres Landes. Und dem entspricht auch die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Der Wohnungsbau, die Bauwirtschaft, ist der Motor zurzeit für unsere Volkswirtschaft. Die Hälfte aller Investitionen, das sind 500 Milliarden, erfolgen in diesem Bereich. Wir haben dort beachtliche Steigerungsraten, obwohl ja in vielen Wirtschaftsbereichen große Probleme bestehen infolge der Pandemie. Und entsprechend sieht es aus mit den Baugenehmigungen.
Wir hatten im letzten Jahr 360.000 neue Baugenehmigungen. Wir haben 740.000 Baugenehmigungen, die erteilt worden sind, aber noch nicht realisiert worden sind. Wenn Sie die beiden Zahlen addieren, dann sehen Sie, dass wir mit den Baugenehmigungen bereits jetzt nach 2,5 Jahren dieser Regierung über der 1-Million-Marke liegen. Und deshalb kann ich für die ganze Regierung sagen, wir sind da im Zeitplan und wir werden in den 4 Jahren einer Legislaturperiode unser wohnungsbaupolitisches Ziel von 1,5 Millionen bezahlbarem Wohnraum erreichen. Und ich finde, darauf können wir alle miteinander stolz sein. Ein besonderer Leuchtturm ist das Baukindergeld, das ja lange Zeit sehr umstritten war, aber jetzt doch großen Konsens in der Gesellschaft erreicht hat. Ich rede gar nicht von politischen Parteien. Wir haben 260.000 Anträge auf Baukindergeld. Das ist ein begünstigter Personenkreis von über 1 Million. Und ich finde, ich erinnere mich da zurück noch an Regierungen von Helmut Kohl, der schon damals immer das Ziel aufgestellt hatte, wir sollten Familien mit Kindern und kleinem Einkommen die Chance geben, dass sie Wohneigentum in unserem Lande erwerben können. Und das haben wir jetzt geschafft, meine Damen und Herren. Eine dritte große... Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Eine dritte große... sinnvolle Anlage von Steuergeldern ist die Digitalisierung. Wir sind ja für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung als Bundesinnenministerium zuständig. Wir haben jetzt noch mal 3,3 Milliarden bekommen. Viele sind auf diesem Feld tätig. Wir machen die Arbeit. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir mit Hochdruck dabei sind, die öffentliche Verwaltung, Bund, Kommunen, Länder fit zu machen für das 21. Jahrhundert durch die Digitalisierung. Das Online-Zugangsgesetz wird mit höchster Dynamik und mit höchstem Einsatz umgesetzt. Ich denke, dass wir die wesentlichen Dinge des Bundes Ende des Jahres, vielleicht die ersten 3 Monate des nächsten Jahres noch eingeschlossen, umgesetzt haben werden. Und ich kann sagen, durch diese 3,3 Milliarden, die uns im Konjunkturprogramm zur Verfügung gestellt wurden, ist jetzt die Bereitschaft der Länder und der Kommunen, in diesen Schnellzug einzusteigen, deutlich gewachsen. Wie immer machen finanzielle Anreize sinnlich. Und deshalb ist hier enorm Dynamik hineingekommen. Besonders freut mich, dass sich die Regierung verständigt hat und am letzten Mittwoch auch im Kabinett beschlossen hat, das Registermodernisierungsgesetz. Das klingt reichlich technisch, ist aber für die Digitalisierung unseres Landes ungeheuer wichtig, nämlich im Verkehr zwischen Behörden und den Bürgern mit einer unverwechselbaren Identifikationsnummer tätig sein zu können und auch zwischen den Behörden. So in der Richtung, wenn man Familienleistungen beantragt und dafür eine Geburtsurkunde braucht, kann man digital die Behörde, die die Familienleistung gewährt, bevollmächtigen, dass sie die Geburtsurkunde am Geburtsort anfordert. Also der Bürger braucht nicht mehr seine ganzen Unterlagen selbst zusammensammeln. Jeder weiß von uns, wie schwer das oft ist, wenn es um Zeugnisse und Ähnliches geht. Und das ist nur möglich, wenn wir in Deutschland eine Identifikationsnummer haben, die unverwechselbar ist, wo nicht ein Auswechseln eines Buchstabens und ein Vergessen eines Buchstabens zu einer Personalverwechslung führt. Und wir greifen darauf zurück, auf eine Steueridentifikationsnummer, die es seit 10 Jahren gibt, für einen ganz sensiblen Bereich der Steuerverwaltung, ohne jedes Problem. Und die übertragen wir jetzt auf die ganze Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Also auch hier danke denen, die den Haushaltsentwurf ausgearbeitet haben, insbesondere ans Finanzministerium, dass wir da Milliarden auch bekommen haben, um diese Digitalisierung in Deutschland perfekt zu machen. Ein Wort. Ein Wort noch zur Migration, das ist mir wichtig.
Wenn Sie mal die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, ich nenne jetzt immer gerundete Zahlen, 2015 470.000 Asylanträge, 2016 750.000, 2017 222.000, 2018 185.000, 2019 165.000 und jetzt in diesem Jahr 2020 einschließlich August 2020 74.000. Und genau diese Tatsache, dass wir jetzt da Steuerung und Ordnung geschaffen haben, erlaubt es uns auch immer wieder da und dort einen Punkt der Humanität, der Menschlichkeit zu setzen, wie wir das nach Lesbos gemacht haben, wie wir das mit unbegleiteten Minderjährigen gemacht haben und noch machen und mit kranken Kindern. Das ist keine Massenzuwanderung, wie ich gestern gehört habe. Frau Weidel, Sie sollten sich schämen für diese eiskalte. Sie sollten sich schämen für diese eiskalte und herzlose Sprache, die Sie da gestern gefunden haben. Und ich will immer auf unsere Philosophie zurückkommen, dass wir Ordnung wollen, aber auch Humanität. Und beides bedingt sich gegenseitig. Sie werden keine Humanität auf Dauer gewähren können, wenn Sie keine Ordnung in diesem Bereich haben. Und die Ordnung ist Voraussetzung für die Humanität ist Voraussetzung, dass Sie auch Ordnung haben. Ich werde mich sehr bemühen, dass wir in der Europäischen Union das hinbekommen, was dringend notwendig ist, nämlich die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylrechts. Das ist schwer genug, aber ich denke, es gehört zur Verantwortung in unserer deutschen Ratspräsidentschaft, dass wir versuchen, so weit wie möglich in den politischen Verständigungen zu kommen, wobei mir zwei Punkte am wichtigsten sind, nämlich dort zu helfen, wo die potenziellen Flüchtlinge heute leben. Damit ist auch den Herkunftsländern am meisten gedient und bereits an der Außengrenze der Europäischen Union zu entscheiden, wer nach Europa einreisen darf, weil dem Grunde nach ein Schutzbedarf gegeben ist. Zwei Drittel derer, die in Europa Asyl beantragen, sind nicht schutzberechtigt. Und wir würden eine Menge erreichen, wenn wir sie an der Grenze bereits identifizieren und wieder zurückführen in ihre Herkunftsländer. Dass der Haushalt noch eine große Summe für unseren Sport ausweist, sage ich nur nachrichtlich, damit kein Redner anschließend oder Rednerin sagen kann, ich hätte den Sport vergessen. Aber es sind gigantische Summen, wo wir auch in der Pandemie helfen. Und das ist auch richtig so, weil der Sport einfach Gesellschaft, Gemeinschaft, Zusammenhalt bildet. Und deshalb ist auch dies gut angelegtes Geld. Ja, da kann man schon das... Das sind ja Initiativen, die sehr stark aus dem Parlament herauskommen für den Sport und die natürlich vom Bundesinnenminister nicht behindert werden, sondern im Gegenteil. Einen Satz möchte ich noch sagen, weil ich in die Gesichter der Kollegen unseres Koalitionspartners schaue. Wir werden auch nach meiner Einschätzung zu dem Baugesetzbuch nach unserem Gespräch gestern Abend, das ist der Restant, den wir noch haben im Baurecht, denke ich, dass wir eine gute Lösung hinbekommen als Koalition. Eine allerletzte Bemerkung zu den Tarifverhandlungen. Meine Damen und Herren, wir erleben jetzt seit vielen Monaten wiederum, dass der öffentliche Dienst leistungsfähig ist in der Bundesrepublik Deutschland. Das war bei der Flüchtlingskrise so, das war bei der deutschen Einheit so. Und deshalb sollten wir schon ernsthaft mit den Vertretern des öffentlichen Dienstes über die Tarifverhandlungen reden. Das haben wir vor. Wir haben Ende Oktober die nächste Tarifrunde. Wir haben dazwischen geschaltet eine Sondergruppe, die für die große Tarifrunde vorbereitet den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Pflege, der ganze Gesundheitssektor, Pflegekräfte wie Ärzte. Und ich kann heute auch öffentlich sagen, wir dürfen uns nicht damit begnügen, dass wir in den letzten Monaten immer wieder von Helden gesprochen haben in unserer Gesellschaft. Das muss auch bei diesen Tarifverhandlungen zum Ausdruck kommen. Und deshalb werden wir ein vernünftiges Angebot
in Abstimmung mit den Kommunen für diese Helden machen, damit sie nicht enttäuscht sind, dass Worten den Taten oder die Taten den Worten nicht folgen. Seien Sie gespannt, das wird ja in wenigen Tagen der Fall sein. Ich danke. Horst Seehofer, Bundesminister für Inneres, Bau und Heimat, mit einer Rundumschau auf die Aufgaben seines Ministeriums. Das hat ja ein ziemlich weites Spektrum, auch wenn innere Sicherheit und Extremismus oder auch die Flüchtlings- und Asylpolitik überwiegend im Fokus stehen. Und gerade wenn es um Flüchtlings- und Asylpolitik geht, ist das natürlich eine Vorlage für Gottfried Curio, den innenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Minister hat kürzlich den geplanten EU-Migrationspakt mit neuen ewigen Kosten für den Haushalt gelobt. Dort soll die bisher schon falsche Politik Gesetzesform annehmen. Durch märchenhafte Sozialleistungen und Anerkennung von Fantasieflüchtlingen werden massenhaft illegale Migranten aus afrikanischen und islamischen Ländern ins Land gelockt, in hunderttausender Stärke. Alle Eckpunkte dieses Plans sind verfehlt, von ungebremstem innereuropäischem Asyltourismus bis hin zu grundsätzlichem. Fake News sind es, die EU habe für illegale Migranten an ihren Grenzen Verantwortung. Die Wahrheit, im Orient sind die flächendeckenden Kriege aus Afrika kommen Wirtschaftsmigranten, die vorgeblich Schutzbedürftigen sind bereits durch sichere Drittstaaten gezogen, also nicht mehr auf der Flucht, falls sie es je waren. Fake News, es bräuchte Solidarität mit Erstzutrittsstaaten. Die Wahrheit, Deutschland hat schon proportional mehr aufgenommen, aber die fortgesetzte rechtbrechende Verletzung von Dublin III durch Merkel soll legalisiert, der Weg nach Deutschland automatisiert werden. Fake News, das sei humanitär. Die Wahrheit, die leiden keine Not, zahlen vielmehr hohe Schlepperkosten. Die wirklich Hilfsbedürftigen tauchen nie auf. Dasselbe Geld hilft vor Ort 100-mal mehr Menschen. Fake News, europäische Geldspritzen in die Heimatländer würden Fluchtursachen bekämpfen. Diebstahl von 25 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren. Die Wahrheit, europäisches Sozialniveau wird dort nie erreicht, aber mehr Reisemittel für die Schlepperwege geliefert. Fake News, man müsse den Herkunftsstaaten was bieten, damit sie Illegale zurücknehmen. Die Wahrheit, sie sind verpflichtet, man macht Druck mit Wirtschaftshilfen und Visabeschränkungen. Fake News, der Plan würde die EU einen, wer nicht aufnehmen will, soll halt abschieben. Die Wahrheit, gelingt das nicht, wie in Deutschland, sollen sie auf den Migranten sitzen bleiben. Tolles Angebot. Fake News, Migration, Hilfe dem Arbeitsmarkt. Die Wahrheit, ein Großteil ist nicht einsetzbar, wird hier bis ans Lebensende alimentiert, ruiniert die Sozialsysteme. Fake News, kulturelle Probleme würden durch Integration gelöst. Die Wahrheit, die absehbare demografische Entwicklung zeigt dieser Klientel, dass Integration unnötig ist. Und so verhalten sie sich auch. Wir sehen Besetzung des öffentlichen Raumes durch aggressive Männergruppen, steigende Kriminalitätsraten. Frauen können den öffentlichen Raum nicht mehr sicher betreten, Juden schon gar nicht. Eine Schande für Deutschland, meine Damen und Herren. Nichts davon ist im Interesse Deutschland, nichts im Interesse irgendeines europäischen Staates. Die europäische Lösung heißt Tür zu, Prüfung allenfalls draußen. Das Problem heißt Deutschland mit seiner bevormundenden Traumtänzerhaltung. Wir wenden uns gegen die hochtönenden Täuschungsbegriffe Verantwortung, Solidarität, Humanität, die nur die politische und finanzielle Entrechtung der Bürger verbrämen sollen, gegen die Vergötzung eines ausbeuterischen EU-Überstaats, gegen Reißbrett-Utopien einer globalistischen Gesellschaft. Was wir in Deutschland nicht brauchen, sind Leute, die sich ständig auf die Menschheit berufen, aber sich um die eigenen Menschen nicht mehr kümmern. Verantwortung hieße, die gesellschaftlichen Werte Deutschlands auch für die Zukunft zu sichern. Solidarisch wäre, unsere Menschen nicht immer länger für andere arbeiten zu lassen. Humanität hieße, unsere Bürger vor 300.000 Zuwandererstraftaten jährlich zu bewahren. Aber die Stuhlfarce vorm Reichstag samt nachfolgender Brandstiftung und Erpressungsaktion war nur der Anfang. Die afrikanische Bevölkerungsexplosion nach Europa umzuleiten, ist ein falsches Ziel, ein Wahnsinn. Import des Menschenbilds des Islam und der Clangesellschaften, eine Kampfansage an unsere Freiheit. Demokratie ist dem Islam wesensfremd, Religion und Staat sind in ihm eine Einheit. Gewalt gegen Frauen und Andersgläubige ist Lehrstoff des Islam. Deshalb raus mit der Umsiedlungsmafia aus der Regierung. Der Weg in die Zukunft führt nicht über die verordnete Abkehr von bisheriger Geschichte.
Die Selbstverneinung der eigenen Nation ist ein Irrweg. Zukunft braucht Herkunft. Statt ständiger Liebedienerei nach außen braucht es wieder selbstbewusste Interessenvertretung. Statt ihres ewigen Herz für Afrika sagen wir mehr Hirn für Deutschland, mehr Einsatz für Deutschland. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Hartmann, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was wir soeben gemerkt haben, ist Folgendes. Wir leben in Zeiten der Verunsicherung, die gezielt geschürt werden. In einer Zeit der Herausforderungen, in denen komplexe Zusammenhänge in der Welt missbraucht werden, in einem Land, wo die Kriminalitätsrate systematisch sinkt, zur Verunsicherung zu führen. Und es ist die Hetze aus diesem Haus, die dazu beiträgt, dass in diesem Land Verunsicherung und Spaltung geschürt wird, wo es um Zusammenhalt und einen starken, solidarischen Staat geht, der handlungsfähig ist, meine Damen und Herren. Und ich wende mich an den rechten Teil des Hauses, dem ich die Frage stelle, warum Sie nicht zitiert haben, was der Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion sagte: Wir können die Migranten nachher immer noch alle erschießen oder vergasen, gar kein Thema. Schämen Sie sich nicht, im Jahr 75 nach Auschwitz solche Worte aus Ihren Reihen zuzulassen. Ich bin fassungslos, was Sie hier aus unserer erfolgreichen Demokratie machen, 30 Jahre nach einer Wiedervereinigung friedlich in diesem Land. Schämen Sie sich nicht, so mit unserem Land umzugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sozialdemokratie setzt dagegen einen starken, einen solidarischen, handlungsfähigen Staat. Und wir setzen auf einen weiten Begriff der Sicherheit, weil eine solidarische Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass wir zusammenhalten in Krisenzeiten. Wir merken, wer dieses Land nicht schätzt. Wir merken, wer die Menschen doch im tiefsten Inneren hasst und auf Parteibuch und das Personalausweiswesen schaut, wenn es darum geht, ob man den Wert eines Menschen an dem Pass ausmacht. Schämen Sie sich von der AfD, was Sie hier getan haben. Und wir investieren als Sozialdemokratie mutig hinein. 28.000 neue Stellen in den Sicherheitsbehörden, über 2,6 Milliarden in den vergangenen 8 Jahren. Das ist das, wo man sehen kann, wo investiert wird in den Zusammenhalt, meine Damen und Herren. Und wir werden diesen Weg mutig weitergehen. Und dieser Haushalt trägt auch diese Handschrift, meine Damen und Herren. Und vieles von dem, was gesagt worden ist, fußt auch darauf, dass wir starke Sicherheitsbehörden haben. Und der weit überwiegende Teil, der erdrückende Teil derjenigen, es sind Tausende, Zehntausende von Menschen, Uniform- und Waffenträgern, sie stehen auf dem Boden unseres Grundgesetzes, unserer erfolgreichen deutschen Demokratie, meine Damen und Herren. Aber wir müssen auch genau hinschauen, wenn aus den Kreisen der Gewerkschaften gesagt wird, lasst uns mal den Alltag der Polizei anschauen. Und ich pflichte unserem Bundespräsidenten bei. Wir schauen nicht weg, wenn Rechtsextremismus geschürt wird und in die Mitte der Gesellschaft gekippt werden soll. Meine Damen und Herren, Herr Minister, wir fordern Sie auf, machen Sie mit den Gewerkschaften klar, wir sind diejenigen, die diese Verfassung verteidigen, und wir stehen an der Seite der ehrlichen, der fleißigen, der anständigen Sicherheitsbehörden in dem Land und weit darüber hinaus in den Rettungsdiensten auch. Aber die Corona-Pandemie fordert uns alle. Auch das ist etwas, worüber wir sprechen müssen, wenn in Frage gestellt wird, was gerade in unserem Land passiert. Es wird hinterfragt, ob wir aufeinander Acht geben sollen, ob wir die Behörden stärken sollen, ob wir dort Geld investieren sollen. Schauen wir mal in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo jetzt, Stand heute, 206.000 Menschen an Corona verstorben sind. Das ist eine unvorstellbar große Zahl, und für mich ist diese Zahl die Einwohnerzahl meiner Geburtsstadt Oberhausen in Nordrhein-Westfalen. Keine Wohnung, kein Haus, kein Fenster mehr mit einem Menschen. Das ist es, was uns fordert. 200.000 Tote in den Vereinigten Staaten. Wir sind gut durch diese Krise gekommen, weil wir hier Weichen gestellt haben in dem Haus, weil wir Geld investiert haben in den Bevölkerungsschutz, in die Katastrophen. Und wir wollen da weiter vorgehen, wenn es um THW und Bundesamt für Bevölkerungsschutz geht, meine Damen und Herren. Umso mehr müssen wir auch schauen, dass wir bei dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mehr tun können. Herr Minister, ich spreche es offen an.
Sie haben nach dem fehlgeschlagenen Warntag, als wir festgestellt haben, dass die Länder nicht entsprechend investiert hatten und wir gemeinsam mehr in die Resilienz und mehr investieren müssen, entschieden, dass der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gehen muss. Ich sage Ihnen offen, dass ich mir diesen Mut auch gewünscht hatte, als es darum ging, einen Verfassungsschutzpräsidenten nicht wochenlang im Amt zu halten, gegen die Kanzlerin, gegen die Willen des Mehrheits des Hauses, gegen ihren Koalitionspartner. Den frischen Wind, den hätten wir an der Stelle gewünscht. Und Ihre Rede hat deutlich gemacht, Sie nehmen den Kampf gegen den Rechtsmissbrauch auf. Mehr davon und deutlich machen, das ist Ihre Verantwortung als Innenminister. Daran haben Sie die Sozialdemokratie immer an der Seite, meine Damen und Herren. Sebastian Hartmann für und aus der SPD-Fraktion mit einem Appell an den Bundesinnenminister, noch mehr zu tun in Sachen Rechtsextremismus und auch genauer hinzusehen, was beispielsweise in Sicherheitsbehörden passiert. Der nächste Redner kommt aus der FDP-Fraktion und ist Christoph Meyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Hartmann, es wäre gut gewesen, wenn Sie nicht nur den Katastrophenschutz und die staatlichen Leistungen im Bereich der Corona-Pandemie-Bekämpfung betonen, sondern die Disziplin, mit der wir alle in Deutschland hier Abstandsregeln einhalten und dafür sorgen, dass die Pandemie sich nicht weiter ausbreitet. Das ist, glaube ich, die Grundlage, weswegen wir in Deutschland immer noch so glimpflich durch die Krise gekommen sind und nicht das, was das THW, so wichtig es ist, auch getan hat. Wenn wir uns mal die Haushaltsberatung, weil wir reden hier über die erste Lesung, angucken und ich bin für diesen Einzelplan das erste Mal in Haushaltsberatungen zuständig, dann sieht man unvoreingenommen bei der Draufsicht zwei Problemfelder. Zum einen, nach dem massiven Mittelaufwuchs der letzten Jahre schaffen Sie es nicht, den Plan oder die Pläne wirklich umzusetzen und zu einem geordneten Mittelabfluss zu führen. Das zweite ist, die gesamte Breite des Aufgabenspektrums Ihres Hauses ist nicht angemessen in Ihrem Fokus, Herr Seehofer. Ihr Haushalt wächst in diesem Jahr um 2,6 Milliarden Euro auf, nochmal 1.750 Stellen, Sie haben es erwähnt. Bis 2025 sollen allein aus dem Konjunkturprogramm 6,8 Milliarden Euro zufließen. Wir begrüßen, und auch das haben Sie erwähnt, Ihre Pläne zum Online-Zugangsgesetz. Bei der Registermodernisierung, glaube ich, gibt es datenschutzsichere Möglichkeiten, aber der Grundansatz wird von uns geteilt. Es ist aber bezeichnend, dass Sie im Jahr 2020 hier über Zukunftstechnologien reden, die wir eigentlich vor 10, 15 Jahren bereits implementieren müssten. Sie haben in Ihrem Haus die Zukunft verschlafen und es hat erst der Pandemie bedarf, dass Sie hier deutlich mehr Leistungen einstellen und zu einer Priorisierung kommen. Sie haben 2019 beim Thema Online-Zugangsgesetz noch nicht mal 60 Millionen Euro eingestellt. Jetzt reden wir im Jahr 2021 über 1,5 Milliarden. Und dass dieser Aufwuchs nur auf Kosten der Effizienz funktionieren kann und dass, wenn wir uns in der übrigen Digitalisierungsstrategie Ihres Hauses die Steuerungs- und Organisationsschwächen angucken, die auch der Rechnungshof beleuchtet hat, dann ist es doch mehr als fraglich, ob wir zügig und vor allem budgetgenau hier zu einer Umsetzung kommen. Auch im Bereich innere Sicherheit tragen wir die Pläne, dem BKA und das die Bundespolizei besser auszustatten, mit. Aber auch hier zeigt sich sehr deutlich, wie weit Anspruch und Wirklichkeit in Ihrem Haus entfernt sind. Planstellen ist das eine, tatsächliche Stellen, besetzte Stellen ist das andere, das Entscheidende. In Ihrem Haus sind 18% der Stellen nicht besetzt. Ein geordneter Personalaufwuchs ist nicht sichergestellt. Wenn man sich die Zahlen vom Beginn der Legislatur anguckt bis jetzt, dann haben wir eher den Eindruck, dass die Lücke breiter wird. Das heißt, am Ende machen Sie Scheinsicherheit. Sie haben es nicht geschafft, die Pläne, auch die Sie im Koalitionsvertrag angesprochen haben, mit tatsächlichen Stellen zu hinterlegen. Und das ist Ihre Bilanz, Herr Seehofer. Sie haben sich eben selbst dafür gelobt, dass die investiven Titel in Ihrem Haushalt vor allem im Baubereich angestiegen sind. Auch das ist richtig. Aber auf der anderen Seite kommen wir auch hier im investiven Bereich zu einem mangelhaften Mittelabfluss. Über 15% der Mittel regelmäßig werden nicht verausgabt. Und auch das ist eine Planungs- und Steuerungsschwäche in Ihrem Haus, die sich über Jahre hinzieht. Der einzige Minister, der dies ähnlich macht, ist Ihr Christ Genosse Andi Scheuer.
der hat ebenfalls einen Investitionsstau zu verantworten, da leider noch ein bisschen mehr als bei Ihnen, weil der Etat einfach größer ist. Aber am Ende scheint offensichtlich das Parteibuch vielleicht eine der Begründungen zu sein, weswegen Sie es nicht schaffen, hier voranzukommen. Zum Bereich Heimat muss ich nichts sagen, da machen Sie ja nichts. Sie sind auch gar nicht darauf eingegangen in Ihrer Rede. Zum Baubereich wird der Kollege Hagen-Reinhold noch was sagen. Alles in allem, weil die Zeit jetzt hier auch zu Ende ist. Auf dem Papier viel Licht, in der Umsetzung viel Schatten. Ich freue mich auf die Beratungen. Vielleicht können wir den Etat noch ein bisschen besser machen. Vielen Dank. Christoph Meyer aus der FDP-Fraktion, Mitglied im Haushaltsausschuss. Und da merken Sie schon, wie hier unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden von den Rednern. Wir werden gleich auch immer mal wieder die eigentlichen Innenpolitiker aus den Fraktionen hören. Aber im Moment sind die Haushaltspolitiker dran, beispielsweise Viktor Perli für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, wir erinnern uns. Minister Seehofer und die Große Koalition sind mit großen Versprechen angetreten. Mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt, die Stärkung des Sicherheitsgefühls, mehr bezahlbarer Wohnraum. Wenn man nun Bilanz zieht, dann fällt das Urteil eindeutig aus. Minister Seehofer und die Koalition haben nicht geliefert. Es gibt nicht mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Die Corona-Krise verschärft die Situation. Die Arbeitslosigkeit steigt. Es gibt mehr Kinderarmut und der Reallohnverlust ist so groß wie nie zuvor. Leider versteht vor allem die CDU und die CSU unter Sicherheit immer nur die innere Sicherheit. Das Sicherheitsgefühl der Menschen ist aber untrennbar verbunden mit der eigenen sozialen Sicherheit. Zum Beispiel mit der Frage, ob man Planungssicherheit für das eigene Leben hat. Die Antwort auf diese Krise muss deshalb sein, dass es einen sozialen Schutzschirm für die Menschen gibt. Zur Stärkung des Sicherheitsgefühls trägt auch bei, wenn Dörfer und Städte finanziell handlungsfähig sind, wenn es genügend bezahlbaren Wohnraum gibt. Mit diesem Haushalt wird das aber nicht gelingen. Beim sozialen Wohnungsbau sieht es ganz besonders düster aus. Die Bundesregierung zeigt sich blind gegenüber den Sorgen der Mieterinnen und Mieter. Mit nur 1 Milliarde Euro pro Jahr, Herr Seehofer, ist der Niedergang des sozialen Wohnungsbaus nicht aufzuhalten. Die Mieterverbände schlagen Alarm. Seit dem Amtsantritt von Horst Seehofer sind über 100.000 Sozialwohnungen aus der Förderung gefallen. Von wegen bauen, bauen, bauen. Das ist Totalversagen, meine Damen und Herren. Das jüngste Beispiel: Union und SPD hatten versprochen, dass die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen erschwert wird, um die Mieter vor Verdrängung zu schützen. Am Dienstag ist diese Passage aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden. Herr Seehofer lässt sich am Nasenring durch die Manege ziehen von der Immobilienlobby, meine Damen und Herren. Die Linke fordert ein groß angelegtes öffentliches Wohnungsbauprogramm für dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in kommunaler und am Gemeinwohl orientierter Hand. Das Geld dafür ist da. Das Innenministerium hat bei den Investitionen von der gesamten Bundesregierung den schlechtesten Mittelabfluss. Seit 2014 ist jeder fünfte Euro liegen geblieben. Über 2,2 Milliarden Euro. Und der Großteil dieses Geldes sollte eben genau in die Bauförderung fließen, in die Stadtentwicklung, da, wo es so dringend gebraucht wird. Aber im selben Zeitraum haben hunderte Gemeinden, die gebeten haben um eine Förderung für die Sanierung ihrer Schwimmbäder, ihrer Sportplätze, einen Ablehnungsbescheid erhalten vom Innenministerium. So eine Politik versteht kein Mensch. Meine Damen und Herren, die Menschen wollen eine Polizei, die sie vor Gefahren schützt. Keine Polizei, die ihnen Angst macht. Deshalb darf es keine Nazis im Polizeidienst geben. Wenn solche Leute Zugang zu Waffen haben, zu sensiblen Daten, ist das ein äußerst gefährliches Sicherheitsrisiko. Rassistische Vorfälle müssen natürlich aufgearbeitet werden und abgestellt. Das ist auch im Interesse der großen Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten in diesem Land, weil sonst das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Institutionen verloren geht. Herr Minister,
Es ist ein schwerer Fehler, dass Sie eine wissenschaftliche Untersuchung zu diesen Missständen verhindern wollen. Es entsteht der Eindruck, dass Sie der Polizei selbst misstrauen, dass Sie die Probleme unter den Tisch kehren wollen. Damit schützen Sie die Polizei nicht, Herr Seehofer, damit schaden Sie ihr. Meine Damen und Herren, die Linke wird sich in den Haushaltsberatungen dafür einsetzen, dass es mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, für soziale Sicherheit, für mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen ungleiche Lebensverhältnisse überwinden. Die Große Koalition ist nur noch dabei, zu verwalten, Stillstand zu verwalten, Ungerechtigkeit zu verwalten. Es ist höchste Zeit, dass damit endlich Schluss ist. Viktor Perli war das aus der Fraktion Die Linke, Mitglied im Haushaltsausschuss. Und Sie haben schon gemerkt, wie hier die unterschiedlichen Schwerpunkte sind bei den Rednern. Ihm war es jetzt wichtig, dass von dem Geld, was zur Verfügung steht, für das Bundesinnenministerium auch möglichst viel in den sozialen Wohnungsbau gehen soll. Irina Mihalic ist die nächste Rednerin, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und innenpolitische Sprecherin. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Der Haushaltsplan des Innenministeriums sagt wirklich viel über Ihre aktuelle Innenpolitik aus. 18,3 Milliarden, Herr Minister, da ist ganz viel Luft, nach oben sowieso, aber eben auch leider in Ihren Buchungen. Jährlich pumpen Sie die Zahlen auf nach dem Motto, der Rest erledigt sich irgendwie von selbst. So ungefähr könnte man sagen, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt der Horst. Ja, aber das stimmt leider nicht, Herr Minister. Ihr alljährliches Spiel mit Luftbuchungen, und darauf hat der Kollege Mayer eben hingewiesen, schadet dem Ruf der Innenpolitik, von der sich die Bürgerinnen und Bürger zu Recht ein Höchstmaß an Seriosität erwarten. Die Menschen wollen, dass Sie ganz konkret Antworten geben auf die Fragestellungen der Gegenwart, zum Beispiel beim Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Da findet sich auf den ersten Blick erst einmal nicht wahnsinnig viel in Ihrem Haushalt. Und wir wissen alle, dass rechtsextreme Strukturen über Jahrzehnte nicht richtig analysiert worden sind. Anschläge wurden reflexhaft Einzeltätern zugerechnet, und zwar trotz der Erfahrungen mit dem NSU-Komplex. Nun scheint sich im Haushalt zaghaft etwas zu tun in diesem Bereich, vor allen Dingen beim BKA. Aber das darf eben nicht in Ansätzen stecken bleiben. Wir müssen rechtsextreme Strukturen besser analysieren, um sie nachhaltig zu zerschlagen. Und wir dürfen eben auch nicht die Augen verschließen vor verfassungsfeindlichen Tendenzen innerhalb unserer Sicherheitsbehörden. Und da verstehe ich es nicht, Herr Seehofer, warum Sie weiterhin eine wissenschaftliche Analyse in diesem Bereich blockieren, obwohl quasi im Wochentakt neue Fälle an die Oberfläche gespült werden. Wie man eine solche Wissenschaftsfeindlichkeit an den Tag legen kann, ist mir wirklich schleierhaft. Damit schaden Sie vor allem den vielen Beamtinnen und Beamten, die wirklich mit beiden Beinen fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen. Wir werden eine solche Studie im Haushaltsverfahren beantragen, um das Ausmaß, aber auch die Ursachen verfassungsfeindlicher Tendenzen in den Sicherheitsbehörden wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Und, liebe SPD, wir rechnen nach all euren Ankündigungen wirklich fest damit, dass ihr uns in dieser wichtigen Frage eben nicht hängen lasst, sondern ganz klar zeigt, wir brauchen eine solche wissenschaftliche Studie, und zwar jetzt. Die Fakten müssen auf den Tisch. Es ist doch auch ein völlig falsches Verständnis von Wertschätzung, wenn man sagt, liebe Polizei, ja, weil wir euch so toll finden, schauen wir nicht ganz so genau hin, wenn mal irgendetwas nicht richtig läuft. Nein, das ist Nachgiebigkeit gegenüber den Nestbeschmutzern, aber nicht Wertschätzung für die Polizei. Wenn es Ihnen bei diesem Thema nicht nur um Lippenbekenntnisse, sondern um tatsächliche Wertschätzung geht, meine Damen und Herren, dann sollten Sie mal konkret werden bei den Arbeitsbedingungen, bei der Gewährleistung professioneller Hilfe in Stresssituationen, aber eben auch bei der Ruhegehaltsfähigkeit, der Polizeizulage, die wir auch in diesem Jahr wieder beantragen werden. Denn da, wo es konkret wird, tun Sie nichts. Und überhaupt die Personalpolitik. Ja, seit einigen Jahren versuchen Sie den Stellenabbau, der jahrzehntelang stattgefunden hat, durch die Schaffung weiterer Stellenaufwüchse zu kaschieren. Wir haben dem wirklich immer zugestimmt, vor allen Dingen in der Hoffnung, dass Sie mal eine Idee entwickeln, wie Sie die vielen neuen Stellen tatsächlich mit Menschen besetzen können. Doch das ist bisher wirklich ein großer Flop. Über 10.000 offene Stellen bei Bundeskriminalamt und Bundespolizei. Und es fehlt jeder realistische Ansatz, diese Stellen zu besetzen. Keine Ausbildungsoffensive, gar nichts. Ihre Personalpolitik ist pure Augenwischerei, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und beim Thema Migration und Integration hingegen, da investieren Sie ja noch nicht einmal auf dem Papier spürbar etwas. Beim BAMF wird ja sogar noch gekürzt. Und dabei wissen Sie sehr genau, dass wir schaffen das eben nicht reicht, wenn man das nicht auch mit konkreten Maßnahmen unterfüttert. Und dann ist da noch die gewissermaßen vergessene Sicherheitsbehörde, so will ich sie mal nennen, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die unmittelbaren Folgen des Klimawandels machen den Katastrophenschutz zu einem zentralen Sicherheitsthema. Aber ein Strukturwandel auf Bundesebene wurde in den letzten Jahren völlig verschlafen. Und da ist es nicht hilfreich, Herr Minister, wenn Sie nach den Ergebnissen des Warntages den Präsidenten des BBK vor die Tür setzen, dessen Behörde Sie seit Jahren stiefmütterlich behandeln und nie unterstützt haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Schuster als neuem BBK-Präsidenten. Aber ich bin auch sehr gespannt, ob über diesen Wechsel hinaus auch endlich mal konkrete Konzepte umgesetzt werden. Wir brauchen im Bund einen handlungsfähigen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz mit einer Zentralstellenkompetenz, wie sie das BKA bei der Polizei hat. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns intensiv in diese Haushaltsberatungen einbringen. Das sind Sie ja auch so von uns gewohnt. Und wir hoffen, dass auch Sie beratungsoffen sind, denn es geht um nichts weniger als um die Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land. Herzlichen Dank. Stellenzuwachs für Sicherheitsbehörden beschließen ist das eine, sagt Irene Mihalic, die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Diese Stellen aber auch zu besetzen, das sei nun mal das andere. Und so hat jetzt das Wort Matthias Middelberg aus der Unionsfraktion. Auch er ist innenpolitischer Sprecher dort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es wird Sie nicht völlig verwundern, wenn ich nach 3 Jahren Regierungszeit, nach 3/4 dieser Regierungszeit positive Bilanz ziehe für den Bundesinnenminister und gerade für die Felder Migration und innere Sicherheit. Ich will das an ganz konkreten Punkten mal festmachen. Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das Stichwort ist hier heute noch gar nicht genannt worden. Wir haben jahrelang über ein Einwanderungsgesetz diskutiert. Wir haben jetzt eins. Diese Regierung hat ein Einwanderungsgesetz beschlossen, und zwar ein Einwanderungsgesetz, das zielgerichtet auf die Zuwanderung von Fachkräften ausgerichtet ist. Manche kritisieren das, das sei irgendwie da oder dort ein bisschen engherzig. An dem Beispiel IT-Spezialisten kann man sehr gut erkennen, dass es sehr pragmatisch ist. Wir verlangen nicht mal irgendeinen Bildungsabschluss, sondern einfach 3 Jahre Berufserfahrung und mindestens 4.100 Euro Monatsgehalt. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, kann man nach Deutschland einwandern als IT-Spezialist. Nächstes Stichwort, geordnete Rückkehrgesetz. Der Minister hat eben darauf hingewiesen, über 60% derer, die zu uns kommen, haben am Ende gar keinen Bleibestatus. Die haben kein Schutzrecht. Und das macht es eben auch erforderlich, Rückführungen durchzuführen. Da hat manches im Argen gelegen. Wir haben mit diesem Gesetz deutlich zur Verbesserung der Situation beigetragen, dass Rückführungen jetzt und demnächst effektiver stattfinden können. Wir haben beim Staatsangehörigkeitsgesetz reformiert und nachgearbeitet. Terrorkämpfer, die im Ausland unterwegs sind und eine zweite Staatsangehörigkeit haben, den können wir demnächst, und das ist richtig so, den deutschen Pass entziehen. Herr Kollege Middelberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? An dieser Stelle gestatte ich die nicht, Herr Präsident. Sie möchten sie zulassen? Nein, ich gestatte sie nicht. Thema Kriminalität, Straftaten. Wir haben die beste Bilanz seit 29 Jahren. Das Niveau der Straftaten in Deutschland ist so weit zurückgegangen, und es geht kontinuierlich weiter, auch gerade in den letzten Jahren, dass wir den Status erreicht haben von vor 29 Jahren. Das finde ich ist wirklich eine bemerkenswerte Leistung. Und darauf hat der Kollege Hartmann eben schon hingewiesen, wir haben ganz konsequent das Personal aufgebaut, gerade bei den Sicherheitsbehörden. Insgesamt im Feld des Bundesinnenministeriums um 16.500 Stellen, gerade bei den Bundessicherheitsbehörden um 7.500 Stellen, insbesondere beim BKA und auch beim Verfassungsschutz. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Verdienst dieses Bundesinnenministers. Thema Waffenrecht, auch das haben wir verschärft. Es gibt demnächst die Regelabfrage, und die wirkt vor allen Dingen gegen Extremisten, dass die künftig nicht in den Besitz von Waffen gelangen.
So, ich sage Ihnen aber ganz ehrlich auch, und das ist bisher nicht angesprochen worden, wir haben uns jetzt viel über Extremismus und die Probleme unterhalten. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir das nicht nur lösen mit dem Thema mehr Personal. Damit ist es alleine nicht getan, sondern wir müssen dann auch ganz konkret über Kompetenzen reden. Die Polizei und unsere Sicherheitsbehörden, auch der Verfassungsschutz, müssen dann auch die Möglichkeiten haben, terroristische oder extremistische Netzwerke aufzudecken. Und auch wenn wir solche Netzwerke bei der Polizei haben beispielsweise, die jüngsten Fälle in Nordrhein-Westfalen oder jetzt woanders, dann geht es, wie Sie das gehört haben, um WhatsApp-Gruppen, um Chats in WhatsApp-Gruppen. Die haben wir bisher jetzt irgendwie im Zufallsprinzip entdeckt. Wenn wir jetzt ehrlich sind bei der Beratung über das Gesetz für den Bundesverfassungsschutz, dann gehört dazu auch die klare Frage, wir brauchen eine Quellen-TKÜ und wir brauchen auch die Online-Durchsuchung, sonst werden wir bei diesen Themen nicht effizient weiterkommen. Wenn Sie Verdachtsmomente haben und heute schon ein Telefon abhören dürfen, die ganzen Gesprächsinhalte verfolgen dürfen, wenn Sie SMS-Verkehr checken können, dann frage ich mich, wie blöd sind wir eigentlich, dass wir nicht mit der Technik mitgehen? Ja, wie blöd sind wir eigentlich, dass wir nicht mit der Technik mitgehen, uns der Technik anpassen und jetzt auch sagen, natürlich wollen wir auch auf WhatsApp-Verkehr zugreifen können. So, und letzter Punkt, das mache ich Ihnen noch an einem anderen, viel drastischeren Beispiel deutlich. Kinderpornografie. Da echauffieren wir uns alle und völlig zu Recht. Wir sind zutiefst empört. Da geht es um die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Wir bringen es aber nicht fertig, ehrlich über das Thema Vorratsdatenspeicherung in diesem Kontext zu sprechen. Das ist der entscheidende Schlüssel, Herr Kollege Kuhle. Ja, aber Sie sind doch dagegen. Sie kriegen es ja nicht geregelt. Sie kapieren es ja nicht, ich sage es Ihnen ganz deutlich. Sie müssen an diese Internetverbindungen ran, sonst können Sie das Netzwerk von Kinderpornografieverbrechern nicht aufklären. Und Sie verhindern das, das sage ich Ihnen ganz deutlich. Und an dieser Stelle wird sehr deutlich, wer es ernst meint mit dem Schutz der Kinder, wer Kinderpornografie-Netzwerke aushebeln will, der braucht die Mindestspeicherfristen, der braucht den Zugriff auf den Austausch dieser Personen im Internet. Herr Kollege Mittelberg, gerne. Herr Kollege Mittelberg, nein, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Bitte, die Redezeit ist vorüber. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen René Springer, AfD. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Dr. Mittelberg, Sie sprachen eingangs davon, dass Sie sich eingesetzt hätten für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass das Ergebnis einer langen Debatte gewesen sei und dass dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja gezielt Fachkräfte anwerben möchte für unseren Arbeitsmarkt. Was Sie nicht gesagt haben, ist, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch Menschen anwirbt, die hier eine Berufsausbildung machen sollen. Meines Erachtens sind das keine Fachkräfte, sondern höchstens Ausbildungssuchende. Aber das war nur eine kleine korrigierende Anmerkung zu Ihrem Beitrag. Ich hätte auch eine Frage an Sie. Wir haben momentan Corona-bedingt 600.000 Arbeitslose. Wir sehen eine Insolvenzwelle auf uns zukommen. Wir haben 5 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Und die Frage ist, warum werben Sie in einer solchen Situation, wo Menschen hier ihren Job verloren haben und darauf hoffen, in den Job zurückzukehren und wir alle daran arbeiten sollten, dass diese Menschen schnell wieder in einen Job zurückkehren. Warum werben Sie in einer solchen Zeit ausländische Fachkräfte an? Das ist eine direkte Frage an Sie. Und sollte es nicht unser aller Aufgabe sein, jetzt in dieser schwierigen Situation dafür Sorge zu tragen, dass inländische Fachkräfte zuerst wieder in den Job zurückkommen? Vielen Dank. Herr Kollege Mittelberg, Sie dürfen antworten. Gerne darauf eingehen und da gerne zu antworten. Also erstens mal habe ich nichts verschwiegen, was die Anwerbung auch von Auszubildenden angeht. Das machen wir aber ganz bewusst so. Und das zeigt ja auch, dass dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ich sag mal, kein eng gezogenes Gesetz ist, sondern dass wir durchaus bereitwillig sind, auch Leute hier ins Land zu holen, die bereit sind, besondere Ausbildung, also auch Ausbildungen, die bei uns hier nicht so gerne gewählt werden, dass wir dafür Leute auch aus dem Ausland anwerben. Das finde ich auch richtig so, um das ganz deutlich zu sagen.
So, und ich finde es im Übrigen auch richtig so, und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, unser Arbeitsmarkt wird problematischer, das ist alles völlig in Ordnung. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir die qualifizieren und die in Arbeit bringen, die hier noch arbeitslos sind, auch Flüchtlinge und andere, die zu uns gekommen sind, die wir hier noch integrieren müssen, das ist völlig richtig. Trotzdem haben wir in einzelnen und sehr speziellen Bereichen, ich habe gerade das Feld IT genannt, haben wir trotzdem Mangel. Sprechen Sie mal beispielsweise in meinem Bundesland Niedersachsen mit VW und den Problemen, die die hatten, um jetzt beispielsweise den Golf 6 an den Start zu bringen oder den ID3. Denen fehlen ganz massiv IT-Fachkräfte. Das ist das, was die an uns herantransportieren. Und deswegen, und ich könnte auch noch andere Bereiche nennen, brauchen wir in bestimmten Feldern qualifizierte Zuwanderung. Und deswegen ist es richtig so, dass wir dieses Gesetz beschlossen haben. Matthias Mittelberg, CDU, zur Zwischenbemerkung von René Springer, AfD. Und Matthias Mittelberg hat vorhin auch Konstantin Kuhle aus der FDP-Fraktion angesprochen. Der wird der drittnächste Redner sein in dieser Debatte und sicherlich auch da noch mal auf Matthias Mittelberg reagieren. Markus Bühl spricht jetzt, auch er aus der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Wir beraten in den nächsten Wochen über den Haushaltsplan für den Bereich Inneres, Bau und Heimat. Baustellen gibt es in der Tat viele. Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich jedoch mit einem Dank beginnen. Einen herzlichen Dank an unsere Polizei und Rettungskräfte für ihre tägliche, oft schwierige Arbeit für unser Land. Immer häufiger sind unsere uniformierten Polizei und Rettungskräfte mit Übergriffen und Respektlosigkeit konfrontiert. Gewalt gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte muss konsequent und mit allen Mitteln des Rechtsstaates begegnet werden. Die Sicherheitskräfte stehen mit ihrer täglichen Arbeit dafür ein, dass Menschen in Not geholfen und die Sicherheit unserer Gesellschaft gewahrt wird. Wir unterstützen das sehr ausdrücklich. Bei allen öffentlichen Bekundungen der Koalition, wie viel für die innere Sicherheit getan wird, gibt es jedoch in der Realität häufig ein anderes Bild. 7.500 zusätzliche Stellen für die Sicherheitsbehörden des Bundes sollen im Haushaltsentwurf geschaffen werden. Auf den ersten Blick eine gute Sache. Aber zuerst kommt die Ausbildung und erst in 3 Jahren die eigentliche Verstärkung. Und jährlich geht auch ein beträchtlicher Teil in den Ruhestand. Und schaut man auf den zweiten Blick in den Stellenplan, zum Beispiel bei der Bundespolizei, so weist dieser auf, dass zum 1. Juni 2020 im Ist-Stand über 8.000 Polizeibeamte zum Soll 2020 fehlen und zum Ziel 2021 über 9.000 Polizeibeamte. Es zeigt sich, Anspruch und Wirklichkeit stimmen oft nicht überein. So sinkt in der Praxis die Anzahl der Bestreifungen, Überstunden und Frust werden somit aufgebaut. Die Neueinstellungen sind wichtig und richtig, aber sie können nicht über die Versäumnisse der Bundesregierung in den vergangenen Jahren hinwegtäuschen. Herr Minister Seehofer, wir müssen noch einmal über den Flugdienst der Bundespolizei sprechen. In den Haushaltsberatungen für 2020 hatten wir die Umflottung der Transporthubschrauber in den nächsten 10 Jahren beschlossen und Sie hatten bis Ende Mai diesen Jahres das notwendige Konzept dazu versprochen. Die Bundespolizei hatte bereits Ende Januar dieses Konzept erstellt, aber uns liegt bisher lediglich ein Zwischenbericht vor, dass es pandemiebedingt zu Verzögerungen kommt und noch Abstimmungsbedarf besteht. Da stellen sich natürlich Fragen. Ich frage mich, welche Kräfte und Interessen wirken hier im Hintergrund? Vielleicht sogar Interessen potenzieller Lieferanten. Ich hoffe, Herr Minister, dass wir im Berichterstattergespräch die Möglichkeit haben, diese Thematik ausführlich zu erörtern. Und auch hier das Thema Stellen. Der Flugdienst benötigt 250 neue Dienstposten, um den derzeitigen Flugbetrieb zu konsolidieren. Was mich jedoch bei meinem letzten Besuch in St. Augustin erstaunt hat, ist die Tatsache, dass ein Transporthubschrauber bis zu 18 Monate auf die Lieferung eines Ersatzscheibenwischers wartet. Kurzum, es besteht überhaupt kein Anlass, sich zurückzulehnen oder gar mit dem Haushaltsentwurf zufrieden zu sein. Die Investitionen in die innere Sicherheit müssen weiter gesteigert werden. Hierfür werden wir uns in den kommenden Beratungen einsetzen. Allerdings, Herr Minister Seehofer, mehr Beamte und besseres Material können nur dann gegen gestiegene Kriminalität und zum Schutz gegen illegale Einwanderung eingesetzt werden, wenn auch der politische Wille und die Rückendeckung aus Politik und Justiz vorhanden sind. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Nächster Redner ist der Kollege Bernhard Dahltrup, SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir, dass ich zu Beginn eine Bemerkung zur Handlungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung mache. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass gestern die Kanzlerin bei ihrer Rede darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in ganz Deutschland eine Aufgabe dieser Regierung ist und nicht nur im Verhältnis und nicht in der Tat, das ist wahr, deswegen kann man ja daran erinnern, muss man viele mal darauf aufmerksam machen. Das ist gut, dass Sie das auch mal gelesen haben. Also es geht nicht nur um den Ausgleich, sondern es geht auch darum, dass diese Kommunen perspektivisch gute Chancen für die Zukunft haben, und zwar dort, wo die Menschen gerne leben, in ihrer Heimat im besten Sinne. Und weil diese Heimat bedroht ist durch Corona an verschiedenen Stellen, müssen wir die Verletzlichkeit unserer Kommunen reduzieren, ihre Widerstandskraft stärken. Darauf haben gestern auch Toni Hofreiter und andere aufmerksam gemacht. Die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes beispielsweise, Förderung von Krankenhäusern, Handlungsfähigkeit erhalten durch Ersatz bei der Gewerbesteuer beispielsweise, Ausgleich von Sozialkosten, 3,5 Milliarden dauerhaft. All das sind Maßnahmen, die sind außerordentlich hilfreich, außerordentlich gut, und sie gehören in eine wirklich hervorragende Bilanz an dieser Stelle. Aber wenn gleiche Chancen für die Kommunen in der Zukunft bestehen sollen, dann müssen wir auch den Schritt tun, die Ausgangslagen überall zu verbessern. Und das geht nicht anders, als dass man sich auch mit der Altschuldenfrage beschäftigt und sie auch tatsächlich löst. Ich weiß, Herr Seehofer, Sie haben dafür auch eine Sympathie. Und dagegen kann man nicht mit Zahlenkolonnen und Zuständigkeiten der Länder argumentieren. Ich sage Ihnen ganz offen, Herr Laschet wird das nicht schaffen. Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit, davon ist viel in diesem Einzelplan die Rede. Städtebauförderung und soziale Integration auf roundabout 1 Milliarde. Und diese Mittel werden sehr wohl, übrigens, Herr Belli, in Anspruch genommen. Oder beispielsweise der Investitionspakt Sportstätten mit 106 Millionen in diesem Jahr, also im nächsten Jahr. Die Erneuerung von Einrichtungen, Sport, Jugend und Kulturförderung auch wieder mit 96 Millionen, insgesamt aber mit 700 Millionen. Und die werden sehr wohl in Anspruch genommen. Und man muss an dieser Stelle sagen, das ist eigentlich gar keine Aufgabe des Bundes, sondern eine zusätzliche Hilfestellung für die Kommunen. Und das ist eine ausgesprochen vernünftige Angelegenheit und eine sehr sinnvolle, auf 700 Millionen aufgesetzt. Smart City, 500 Millionen in der Zukunft. Das Programm altersgerechtes Umbauen ist aufgestockt worden. Und das Wohngeld als eine große Errungenschaft in der kontinuierlichen Anpassung, das ist auch an dieser Stelle zu nennen. Ich will über das Thema Wohnen an dieser jetzt auch hier sprechen. Eine Wohnwende beschließen ist relativ flott gemacht, sie umzusetzen dauert. Das ist nun mal eben so, weil es um Kubikmeter umbauten Raum geht. Vor gut 2 Jahren im Wohngipfel haben Bund, Länder und Kommunen ein umfassendes Maßnahmenprogramm für bezahlbaren Wohnungsbau in Deutschland geschnürt. Die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus 5 Milliarden ist nicht wenig, aber es ist zu wenig perspektivisch. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir mussten das Grundgesetz extra, um es perspektivisch zu sichern, so ändern, dass die Länder diese Mittel tatsächlich, und zwar alle, auch dafür verwenden. Eine eher traurige Nebenerscheinung dieses Vorgangs, finde ich jedenfalls. Zum Baukindergeld ist bereits gesagt worden, 260.000 Familien, mehr als 60% mit durchschnittlich zu versteuerndem Haushaltseinkommen von maximal 40.000 Euro jährlich. Wir sind sehr damit einverstanden, haben es selbst angeregt, das um 3 Monate zu verlängern. Eine vernünftige Angelegenheit. Ich weiß, die FDP macht dieses Baukindergeld nicht. Wir sagen es einfach weiter. Wir können ein ganz positives Fazit ziehen dieser Arbeit. Stärkung des sozialen Wohnungsbaus, Baukindergeld, Städtebauförderung, Sonderabschreibungen sind noch mal eben genannt worden. Das andere Verhalten der BIMA, Reform der Grundsteuer und so weiter. Es ist ein ganzer Strauß von Maßnahmen, und dazu gehört auch die Novelle des Baugesetzbuches. Das muss man an dieser Stelle sagen. Rund 1,5 Millionen Wohnungen fehlen. Die Bilanz 3, 4 Jahre, 300.000 Wohnungen im Durchschnitt jedenfalls, plus 700.000 Bauüberhängen. Es ist in der Tat wahr, das Ziel der 1,5 Millionen kann erreicht werden. Das ist eine gute Bilanz. Viel mit Geld kann erreicht werden. Das Ziel scheint erreichbar. Es gibt aber 2 Steuerungsmittel, einmal Geld und einmal Recht. Und beim Thema Recht müssen wir sehen, dass die Baulandkommission 2018 eingerichtet worden ist. Und sie hat sehr viele Vorschläge gemacht, um die Dinge, die schieflaufen auf dem Wohnungsmarkt, im Baubereich insgesamt,
zu korrigieren. 2019 einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der ist relativ gut umsetzbar. Und wir müssen allerdings noch mal ausdrücklich sagen, dass der daraus entstehende Referentenentwurf, Herr Minister, den Sie mit dem auch Vizekanzler abgemacht haben, dass dieser Entwurf von Ihnen in einen Teil wieder zurückgezogen worden ist. Sie sind eingeknickt. Vor 3 Tagen wurde ein aktualisierter Entwurf ohne Einschränkung der Umwandlung von Miet- und in Eigentumswohnungen, ohne den vereinbarten Kompromiss zum Baugebot auf den Weg gebracht. Das geht nicht, das muss korrigiert werden. Und ich bin sehr gespannt, Herr Minister, auf Ihr Angebot, was Sie eben gemacht haben. Ich habe noch viele andere Sachen zu punkten, die ich nicht mehr ansprechen kann. Wir wollen, Herr Minister, keinen Bauminister haben, der ohne Baugesetzbuch sozusagen seine Amtszeit beendet. Und deswegen sind wir auf Ihr Angebot sehr gespannt und hoffen, dass es eine einvernehmliche Lösung noch geben kann. Dazu müssen Sie sich aber anstrengen. Dankeschön. Bernhard Dahlgrupp, Sprecher für Bau, Wohnung, Stadtentwicklung und Kommunen in der SPD-Fraktion mit mahnenden, kritischen Worten an den Bundesinnenminister, obwohl Kuhle, Koalitionspartner. Und jetzt ist Konstantin Kuhle dran, FDP und Sprecher für Innenpolitik und eben von Matthias Middelberg schon erwähnt. Sagen und zur Vorratsdatenspeicherung. Ich würde mir ja wünschen, dass die FDP es ist, die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland verhindert. Aber es ist gar nicht die FDP. Es sind Verfassungsgerichte und die Grundrechte auf europäischer und auf deutscher Ebene, die Vorratsdatenspeicherung verhindern. Und lieber Kollege Middelberg, wenn die Vorratsdatenspeicherung erforderlich wäre, um gegen Kinderpornografie vorzugehen, wie hätte man denn dann Lüchte und Bergisch Gladbach aufklären können? Dann liegt es doch an der Ausstattung der Polizei. Da liegt es an der Ausstattung der Sicherheitsbehörden, dass man nicht vorangekommen ist. Und deswegen ist das hier eine Nebelkerze, die Sie gezündet haben. Eine Nebelkerze, mit der Sie wiederum offenbaren, was das Selbstverständnis der Konservativen, was das Selbstverständnis der Union beim Thema innere Sicherheit ist. Sie begreifen sich, und das gestatten gilt auch Sie eine Minister. Zwischenfrage des Kollegen Middelberg. Der ist doch gut. Ist doch ich mach's auch ganz, ganz kurz. Jetzt nehmen hat das Sie, Wort der Kollege Middelberg zu einer Zwischenfrage, mit der der Kollege Kuhle einverstanden ist. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Herzlichen Dank, Herr Kollege Kuhle. Nehmen Sie denn zur Kenntnis, Herr Kollege Kuhle, dass das BKA uns berichtet, dass in 6.000 Fällen die Ermittlungen zum Ende gekommen sind und keine weiteren Beteiligten oder Betroffenen mehr ermittelt werden konnten, weil in den konkreten Fällen die Daten, die Internetverbindungsdaten von den Providern schon gelöscht waren. Nehmen Sie diesen Fakt zur Kenntnis. Dadurch haben wir natürlich die Chance versäumt, irre viele mögliche Täter weiter aufzuklären. Lieber Kollege Middelberg, das nehme ich sehr gerne zur Kenntnis und möchte Sie darauf hinweisen, dass schon vor fast 10 Jahren die Freien Demokraten in diesem Haus einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, nämlich zum sogenannten Thema Quick Freeze, mit dem es möglich ist, Daten von Tatverdächtigen für eine bestimmte Zeit einzufrieren und dann darauf zuzugreifen. Das Problem ist doch nicht, dass es hier im Haus nicht eine große Mehrheit gibt, über die Regierungskoalition hinaus, die darüber sprechen möchte, wie man die Täter im Bereich Kinderpornografie auch durch Datenspeicherung dingfest machen kann. Das Problem ist doch, dass die Maximalposition der Union seit Jahren und Jahrzehnten eine strukturierte und eine moderate Lösung im Bereich der Datenspeicherung verhindert, weil sie wieder und wieder vor den Verfassungsgerichten in Luxemburg und in Karlsruhe scheitern. Immer wieder, Sie sind damit mehrfach vor die Wand gelaufen, und deswegen nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass der Ball in Ihrem Feld liegt und dass Sie, und damit komme ich zum Ausgangspunkt zurück, sich in dieser Frage als das gerieren, als das sich auch der Bundesinnenminister im Bereich der inneren Sicherheit begreift. Und das ist lediglich als Zeremonienmeister politischer Debatten im Bereich der inneren Sicherheit. Denn politische Führung, die sähe anders aus. Hier ein schneidiges Interview, da eine Strafanzeige gegen Journalisten. Aber die Frage ist doch, was ist eigentlich die Aufgabe des Bundes in unserem föderalen Sicherheitsverbund? Und in unserem föderalen Sicherheitsverbund
Sicherheitsverbund ist die Aufgabe des Bundes, politische Führung und Moderation, auch das Zusammentragen von Informationen und von Daten. Und dazu will ich Ihnen gerne einige Beispiele nennen, wo das überhaupt nicht läuft. Erstes Beispiel: Musterpolizeigesetz. Große Ankündigung im Koalitionsvertrag. Respekt, Dank und Anerkennung für die Polizei zeigt sich nicht nur durch eine gute Ausstattung, sondern auch durch verlässliche Rechtsgrundlagen. Deswegen gibt es im Koalitionsvertrag den Plan eines Musterpolizeigesetzes. Letzte Woche hat das Bundesinnenministerium dieses zentrale Wahlkampfversprechen der Union sang- und klanglos abgeräumt. Es wird in dieser Legislaturperiode kein Musterpolizeigesetz geben. Und das ist eine schlechte Nachricht für die Polizeibeamten, die sich darauf verlassen haben. Und es ist auch eine verpasste Chance, um im Bereich Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung diese Debatte mal zu befrieden mit einer Verlässlichkeit für alle Länderpolizeien. Zweites Beispiel ist das Thema Rechtsextremismus. Wir haben eine Diskussion über ein Lagebild im Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst. Es ist eine Frechheit, dass dieses Lagebild erst Monate zu spät kommt. Dann wird es der Öffentlichkeit vorgestellt, nur dem Parlament. Dem liegt es noch nicht vor. Legen Sie dieses Lagebild Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst bitte auch dem Parlament vor und lassen Sie uns auch darüber sprechen, wie wir auf dieser Grundlage weiterarbeiten. Meine Damen und Herren, ein drittes Beispiel ist die Tatsache, dass immer weniger Polizeilagen von einer Landespolizei alleine gelöst werden können. Auch das ist eine Frage von Respekt und Anerkennung. Statt mal mit den Bereitschaftspolizeien der Länder darüber zu sprechen, wie man da vorankommen kann, schaffen Sie den Bericht des Inspekteurs der Bereitschaftspolizeien der Länder ab. Es werden also weniger Daten und Informationen zusammengetragen, weniger Dialog, weniger Transparenz. Das ist nicht politische Führung, sondern das ist ein Zukleistern einer politischen Debatte, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Und ein letztes Beispiel, Kollege Middelberg. Ich versuche schon seit Monaten herauszufinden, wie viele qualifizierte Fachkräfte zusätzlich denn jetzt eigentlich durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach Deutschland gekommen sind. Dann heißt es immer, ja, wegen Corona ist das auch schwierig und in den Auslandsvertretungen mit der Digitalisierung läuft es auch nicht so. Das ist eine reine Nebelkerze. Dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was Sie vorgelegt haben zusammen mit den Sozialdemokraten, ist Pillepalle und hilft an keiner Stelle weiter. Wir brauchen ein wirkliches Einwanderungsgesetz und wir brauchen auch im föderalen Verbund ein Innenministerium, das bei der Anwendung dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vorangeht und verbindliche Vorgaben erlässt, damit mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen. Insgesamt brauchen wir mehr klare Lösungen und Debatten. Konstantin Kuhle war das, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, und er nennt den Bundesinnenminister einen Zeremonienmeister der inneren Sicherheit. Besser wäre es, er würde politisch führen und moderieren. André Hahn ist der nächste Redner, kommt aus der Linksfraktion, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Sprecher für Sportpolitik und auch noch Sprecher für die Geheimdienstkontrolle. Herr Präsident, meine Damen und Herren, als ich 2018 erstmals zu einem Haushalt gesprochen habe, den Horst Seehofer zu verantworten hatte, habe ich mir nach seinen diversen Pannen und Fehlgriffen nicht vorstellen können, dass dieser Innenminister heute immer noch im Amt ist. Mancher mag das als Stehvermögen bewerten. Unserem Land hat es definitiv nicht gut getan. Immer öfter und immer dreister bedrohen Rechtsextremisten engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie Politikerinnen und Politiker. Rechtsradikale ziehen mit Reichskriegsflaggen durch Berlin und versuchen scheinbar nebenbei den Reichstag zu stürmen. Und während der Verfassungsschutz noch feinsinnig zwischen dem Flügel und dem Rest der AfD zu unterscheiden versucht, was außerhalb dieser Behörde niemand versteht, beschäftigte eben diese Partei hier im Bundestag einen Pressesprecher, der Migrantinnen und Migranten erschießen oder vergasen lassen möchte. Ein Hauch von Weimar liegt über dem Land, warnt der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum. Und ich frage mich, wann erkennt der aktuelle Innenminister die Zeichen der Zeit und macht endlich seine Hausaufgaben? Und hier ist nicht nur die Polizei gefordert. Ich betone aber auch heute, der weit überwiegende Teil der Polizistinnen und Polizisten in unserem Land erledigt seine Arbeit, ihre Arbeit kompetent und gewissenhaft. Aber wenn fast im Wochentakt rechte Netzwerke bei der Polizei auffliegen, wenn von Polizeicomputern Daten von Personen abgefragt werden, die dann mit rechtsextremen E-Mails bedroht werden, dann habe ich keinerlei Verständnis dafür, dass sich Horst Seehofer einer wissenschaftlichen Studie zu rechten Tendenzen und strukturellem Rassismus in Teilen der Polizei noch immer verweigert. Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie ist nicht nur eine gesundheitliche Herausforderung, sie ist auch eine Bewährungsprobe für die Demokratie. Und dass Horst Seehofer über Monate völlig abtaucht,
Wenn im Zuge der Corona-Maßnahmen grundlegende Bürgerrechte massiv eingeschränkt werden, ist völlig inakzeptabel. Das Grundgesetz gilt nach wie vor, und die parlamentarische Kontrolle des Regierungshandelns darf auch in Pandemiezeiten nicht ausgehebelt werden. Zur Flüchtlingspolitik ist heute schon einiges gesagt worden. Nach dem Brand im Lager von Moria wollte Herr Seehofer zunächst gerade einmal 150 Menschen von dort aufnehmen. Das war nicht christlich, sondern erbärmlich. Und wir als Linke sagen, geben Sie endlich Ihre Blockadehaltung auf und erlauben Sie den aufnahmebereiten Kommunen und Bundesländern, Asylsuchende von den griechischen Inseln zu evakuieren und hier eine Perspektive zu geben. Auch beim Katastrophenschutz hat das Innenministerium versagt. Ich erinnere an den jüngsten Totalausfall beim bundesweiten Warntag. In einer echten Notsituation hätte das Unvermögen des dem Innenministerium unterstellten Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die Bevölkerung über Apps und Sirenen rechtzeitig zu warnen, womöglich lebensbedrohliche Folgen gehabt. Auch im Sportbereich hat der Minister nicht geliefert. Er präsentiert im Haushalt allenfalls Mogelpackungen, großspurig. Haben Sie, Herr Seehofer, Ende 2019 auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes einen goldenen Plan Sportstätten angekündigt? Angesichts dessen, dass wir hier einen Sanierungsstau von über 30 Milliarden Euro haben, 30 Milliarden, ist offenkundig, dass man mit 160 Millionen Euro, die jetzt zusätzlich vorgesehen sind, keine nachhaltigen Veränderungen erreichen kann. Und die Linke hat deshalb einen Antrag vorgelegt, wonach der Bund 10 Jahre lang jeweils 1 Milliarde für die Sanierung und den Neubau von Sportstätten sowie Schwimmbädern bereitstellen soll. Das wäre eine echte Hilfe für den Sport in unserem Land. Und ein abschließendes Fazit: 15 Jahre mit Innenministern aus den Reihen der Union sind wirklich genug. Bei den kommenden Bundestagswahlen besteht die Chance für einen grundlegenden Wechsel. Die Bürgerinnen und Bürger haben es in der Hand. André Hahn für die Fraktion Die Linke, wo er unter anderem stellvertretender Vorsitzender ist. Und der nächste Redner wird sein. Jetzt hat mich der Bundestagspräsident etwas irritiert, denn wir haben auf der Liste jemand anderen. Schauen wir mal, wer kommt. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wie unter einem Brennglas sieht man in der Corona-Pandemie die Krisen unserer Zeit. Eben auch beim Bauen und auch beim Wohnen. Die Mietenexplosion der letzten Jahre hat zu brutalen sozialen Verwerfungen geführt und die Einkommen sinken aufgrund der Corona-Pandemie gerade. Aber die Mieten und die Entwicklung beim Wohnen ist eher stagnierend oder steigt sogar in den großen Ballungsräumen. Sprich, die soziale Schere der letzten Jahre geht weiter auseinander. In vielen Innenstädten, vor allem in vielen Mittelstädten, veröden die Fußgängerzonen, die Marktplätze stehen leer und die Kaufhäuser werden leergeräumt. Der Onlinehandel nimmt zu und auch Corona führt hier zu einer Brandbeschleunigung dieser Situation. Und dieser Haushalt gibt auf diese beiden großen Herausforderungen und großen Probleme der Bau- und Wohnungspolitik keine Antworten. Minus 81.000 Sozialwohnungen in den letzten 2 Jahren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, gerne. Von wo? Lieber Kollege Kühn, Sie haben ja richtig die Situation beschrieben, die sehr dramatisch ist. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass es auch adressiert worden ist, dass das Thema der Umwandlung von Mietswohnungen in Eigentumswohnungen ein großes und wichtiges Thema ist. Weil in dieser Situation gibt es eine Abweichung von dem, was in Deutschland normalerweise der Fall ist. Normalerweise schließt man in Deutschland einen Wohnungsmietvertrag auf Dauer ab und er ist eigentlich nicht kündbar. Und deswegen sind wir ein Vermieterland und ein Mieterland. Und der Wohnungsgipfel bei der Bundeskanzlerin hat im Jahr 2018 beschlossen, der Bund strebt an, unter Einbeziehung von Ländern und Kommunen die Möglichkeiten zu reduzieren, Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen umzuwandeln. Ausnahmen sollen nur in Einzelfällen geltend gemacht werden dürfen. Das war dann auch im Entwurf des Gesetzes vom Bundesinnenminister Seehofer. Und dann gab es eine Stellungnahme des Landes Baden-Württemberg. Und zwar vom 3. Juli 2020. Und Sie haben das ja richtig beschrieben und meines Wissens stellen Sie in dem Land sogar den Ministerpräsidenten. Und in dieser Stellungnahme steht drin, einer massiven Ausweitung des Anwendungsbereichs der Umwandlungsgenehmigung bedarf es daher nicht zur Sicherstellung des notwendigen Mieterschutzes. Und jetzt,
Jetzt gibt es Kollegen aus der Union, die per Twitter behaupten, dass sie das geschafft hätten, dass der sozusagen Umwandlungsschutz, der Schutz von Hunderttausenden von Menschen aus dem Gesetz herausgeflogen ist. Andere sagen, das geht zurück auf Schwarz-Grün und Baden-Württemberg. Was sagen Sie zu dieser Unterstellung? Dankeschön. Ja, Kollege Mindrup, ich beantworte sehr gern Ihre Frage. Ich habe da zwei Antworten drauf. Die erste Antwort ist, wir werden hier im Plenum als Grüne in den nächsten Monaten immer wieder erleben, dass Sie uns sozusagen das Handeln oder das vermeintliche Handeln unserer grünen Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern, in den Kommunen und anderen vorhalten. Ja, wahrheitswidrig, oft auch verdrehend in den Tatsachen, ja, weil es Ihnen im Augenblick taktisch in den Kram passt, um von ihrem eigenen Versagen hier im Deutschen Bundestag abzulenken, weil Sie reihenweise in der Bau- und Wohnungspolitik von Herrn Seehofer, aber von der ganzen Union und hier sitzen einige Kolleginnen, ja, über den Tisch gezogen worden sind. Das ist der erste Teil der Antwort. So, und jetzt zum zweiten Teil. Herr Mindrup, mich wundert schon, dass Sie als Mitglied dieses Hohen Hauses sich scheinbar über die Verfahren im Bundesrat nicht richtig informiert haben. Denn diese Stellungnahme, die Sie zitieren, ist eine Stellungnahme im Ausschuss, also im Bauausschuss des Bundesrates. Und in diesem Ausschuss des Bauausschusses des Bundesrates gibt es ein Ressortprinzip. Und dieses Ressortprinzip, ja, das ist so, im Bundesrat selbst nicht. Da müssen die Stellungnahmen durchs Kabinett. Aber in den Ausschüssen eben nicht, Herr Mindrup. Das müssen Sie wissen. Und deswegen ist es so, dass die Kollegin, ja, Hofmeister Kraut von der CDU, die Bauministerin Baden-Württembergs, da freie Hand hat mit solchen Stellungnahmen. Das ist so. Das ist so. Nein, das ist so. Das hat überhaupt nichts. Nein. Nein, das hat überhaupt nichts mit dem Bundeskabinett zu tun, sondern es ist im Bundesrat so. Ich rate der SPD wirklich mal, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen oder den Kollegen Nils Schmid, ja, der ja auch in den Reihen sitzt und Vizeministerpräsident von Baden-Württemberg war, durchaus mal fragen, wie das sozusagen im Bundesrat in den Verfahren abläuft. Und dass Sie nun eine Stellungnahme, ja, eines Hauses in diesen Verfahren uns vorhalten, halte ich unterirdisch. Und ich sage Ihnen eins, das ist einfach eine Verdrehung von Tatsachen, nichts anderes, dass Sie eben am Ende blank im Augenblick dastehen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt abschließend geklärt, auch wie die Zuständigkeit. Nein, das war ja auch für die kommenden Debatten bis zum Ende dieser Legislaturperiode ein ganz wichtiger Hinweis. Der wird uns vielleicht manche Zwischenfrage in der Zukunft ersparen. Ich danke Ihnen sehr. Sie haben weiter das Wort. Danke, Herr Schäuble, dass Sie mir da auch zusprechen. Sehr gern. Minus 81.000 Sozialwohnungen, habe ich gesagt. Das ist eine Negativspirale beim sozialen Wohnungsbau. Und dass das die SPD auch nicht geschafft hat, gemeinsam mit dieser Union diese Negativspirale zu durchbrechen, die sich immer schneller dreht, ist eines der Dramen der Bau- und Wohnungspolitik unserer Zeit. Ja? In den Mittelstädten, habe ich gesagt, veröden die Fußgängerzonen, ja, und wenn ich mir anschaue, was baupolitisch nun passiert, ja, dann sind hier keine Antworten in diesem Haushalt. Sie haben in den letzten 13 Jahren so viel Geld in den sozialen Wohnungsbau investiert, wie Sie in dieser Legislaturperiode für das Baukindergeld ausgeben, das ist eine völlig falsche Prioritätensetzung. Und dass Herr Ziemiak da oben noch was drauflegen will aufs Baukindergeld, hat mehr mit Wahlkampfgetöse zu tun, als mit einer realen Baupolitik und einer Lösung der Probleme, die die Menschen auf den Wohnungsmärkten heute haben. Und Herr Seehofer, Sie haben gesagt, super, wir haben 740.000 Bauüberhänge. Ja, dann tun Sie doch mal was als Bauminister dafür, dass die abgearbeitet werden. Lösen Sie die Engpässe in der Bauwirtschaft. Geben Sie der Bauwirtschaft mal einen Korridor, damit sie weiß, wir können in den nächsten Jahren Leute einstellen und vorangehen. Diese 740.000 Bauüberhänge ist ein Zeichen dafür, dass in der Bauwirtschaft was nicht stimmt. Und da müssen Sie sich drum kümmern. Ihr Versprechen von 1,5 Millionen Wohnungen werden Sie nie erreichen. Werden Sie nie erreichen. Da können Sie noch so oft diese Zahl hier nennen. Ja? Und diese Zahlen sprechen einfach für sich. Sie sind als Bauminister gescheitert. Sie sind gescheitert. Und da können Sie noch so viel schmunzeln, ja? In Ihr Handy schauen, Broschüren drucken, ja? Kommissionen einberufen, den Wohngipfel abfeiern, jetzt wieder im Februar mit einer Hochglanzveranstaltung. Die Zahlen sprechen ganz klar. Ja? Sie sind als Bauminister gescheitert. Zum Beispiel 300% Bodensteigerungen in den letzten 10 Jahren in München. Ja? Diese Bodenwertsteigerungen, die kriegen Sie nicht in den Griff. Und wenn ich dann höre vom Kollegen Dahltrup hier vorne,
dass jetzt angeblich nicht nur der Milieuschutz rausgestrichen ist aus der Baugesetzbuchnovelle, sondern auch noch die Baugebote. Ja, wie wollen denn die Kommunen diese Inflation bei den Bodenpreisen bekämpfen, wenn nicht mit Baugeboten? Das geht mir nicht ins Hirn. Sie machen nichts gegen die Krisen in diesem Land. Und deswegen sind Sie als Bauminister auch gescheitert. Und jetzt komme ich zum Milieuschutz, weil mir das wirklich ein Anliegen ist. Das wäre wirklich eine wichtige Maßnahme, um die Krise in den großen Städten in den Griff zu kriegen. Und dass da die Kollegen der Union so blockieren, ist eins, ich finde es schäbig. Und ich möchte da auch Herrn Wegner direkt ansprechen. Ja? Also, wenn wir uns die Zahlen für Berlin mal anschauen, um was es geht, dann geht es darum, dass in den letzten Jahren 10.000 Wohnungen in Berlin umgewandelt worden sind, von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Davon wurden 450 an die Mieterinnen und Mieter verkauft. Ich frage Sie, was ist mit den 9.550 Mieterinnen und Mietern, die keinen Bock hatten, dass ihre Mietwohnung umgewandelt wird? Was ist mit denen? Ja? Die sind auf der Straße, die verlieren ihre Wohnung, ja? Die haben Mietsteigerungen zu verwalten und das ist sozusagen ihre Vollschuld. Und deswegen schaden Sie mit Ihrer Politik hier im Hohen Haus, Herr Wegner, ganz konkret dem Land Berlin und der Stadt Berlin. Herr Kollege Kühn. Die Redezeit ist zu Ende, wenn Sie bitte zum Schluss kommen. Bei Ihnen stimmt nichts mehr im Bausektor und im Baubereich. Zur Heimat haben Sie selber kein Wort verloren, weil Sie da nichts auf die Reihe bringen. Deswegen würde ich sagen, es braucht einen Neuanfang in der Baupolitik und den kriegt man nicht mit Hochglanzbroschüren hin und auch nicht mit dem zweiten Wohngipfel. Dankeschön. Christian Kühn war das, Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Den hat man uns hier vorenthalten in der Rednerliste, aber nun haben wir ihn ja doch identifiziert. Und zwischendrin hat er noch ein kleines Wortgefecht gehabt mit Klaus Mindrup aus der SPD-Fraktion über organisatorische und institutionelle und Zuständigkeitsfragen zwischen Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Nächster Redner, jetzt aber wirklich Josef Oster aus der Unionsfraktion. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Freiheit und Sicherheit, das sind zwei Aspekte, die für mich untrennbar miteinander verbunden sind. In einem freien Land muss der Staat für ein sicheres Umfeld sorgen. Und dabei spielt unsere Polizei eine entscheidende Rolle. Wir brauchen eine personell und materiell gut ausgestattete Polizei in unserem Land. Und in dieser Hinsicht ist das heute ein guter Haushaltsentwurf. Er sieht mehr Stellen und eine bessere Ausstattung für unsere Sicherheitsbehörden vor. Besonders bei der Bundespolizei geht der Personalzuwachs konsequent weiter. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit machen wir eines deutlich. Wir, CDU und CSU, verstehen unsere Polizei als Partner, als einen wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil unserer Gesellschaft. Wir stehen an der Seite unserer Polizei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Einschätzung sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit in diesem Hause sein. Aber das Verhältnis zu unserer Polizei fällt sehr unterschiedlich aus. Das haben die Diskussionen der vergangenen Wochen deutlich gezeigt. Die linke Seite in diesem Hause versteht nach meinem Eindruck die Polizei häufig als Gegner. Und das ist ein fundamentaler Unterschied, auf den man hier nicht häufig genug hinweisen kann. Und zumindest mit der aktuellen Parteiführung der SPD muss ich Sie da leider mit einbeziehen. Das fällt mir schwer, aber es ist leider so. Besonders aber Linke und Grüne, meine sehr geehrten Damen und Herren, nutzen jede Gelegenheit, die Arbeit unserer Polizisten zu kritisieren und Misstrauen zu schüren. Dabei müsste es doch unsere Aufgabe sein, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Menschen zu schützen, die für unsere Gesellschaft häufig ihre Gesundheit und manchmal auch ihr Leben riskieren. Meine Damen, meine Herren, besonders deutlich wurde diese unterschiedliche Haltung im Verlauf der Rassismusdebatte, die wir in den vergangenen Wochen geführt haben. Ich will das Problem nicht kleinreden. Die Bekämpfung von Rassismus ist eine relevante gesellschaftliche Herausforderung, mit der wir uns hier im Hause sicherlich auch noch häufiger beschäftigen müssen. Was aber machen insbesondere die Grünen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Sie versuchen mit ganzer Kraft, aus dem gesamtgesellschaftlichen Problem Rassismus
ein spezifisches Polizeiproblem zu machen. Und das war und ist für mich unerträglich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich kann nur sagen, hören Sie auf, unsere Polizei ständig zu kritisieren. Hören Sie auf, unserer Polizei ein Haltungs- oder gar ein generelles Rassismusproblem zu unterstellen. Das werden wir als CDU und CSU nicht zulassen. Ich sage es deutlich, wir haben natürlich passieren auch bei der Polizei Fehler. Wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler. Aber Kollege die bekannt gewordenen Fälle der letzten Wochen zeigen doch, dass Fehler bemerkt werden und dass darauf auch konsequent reagiert wird. Wegen einiger Einzelfälle, wir haben rund 270.000 Polizisten in Deutschland. Herr Kollege von Notz würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein. Wegen einiger Einzelfälle, wir haben 270.000 Polizisten in Deutschland, wegen einiger weniger Einzelfälle die ganze Polizei unter Generalverdacht zu stellen, das ist für mich einfach schäbig, meine sehr geehrten Damen und Herren. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt könnte ich zu diesem Haushalt noch viel sagen. Als ehemaliger Bürgermeister, Herr Minister Seehofer, begrüße ich natürlich auch die Digitalisierungsoffensive in der öffentlichen Verwaltung. Da haben wir einen großen Handlungsbedarf. Da werden wir mit diesem Haushalt ganz gewiss einen gewaltigen Schritt weiterkommen. Wir werden in den nächsten Wochen noch eine ganze Reihe von Details zu beraten haben. Darauf freue ich mich auch im Ausschuss. Aber ich glaube, man kann heute schon sagen, dieser Haushalt ist ein guter Entwurf, besonders für die Sicherheit in Deutschland. Vielen Dank. Jan König, AfD, ist der nächste Redner. Jo. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen und zu Hause. Von 1992 bis 2017 hat der Sportausschuss des Deutschen Bundestages aufgrund eines ganz bestimmten Gesetzes existiert. Es war das Gesetz der Trägheit, denn Politik für den Sport wurde leider unterlassen. Der Anteil für den Spitzensport im Bundeshaushalt sank auf unter 0,05% der Gesamtausgaben. Wir reden hier von 50 Cent bei 1.000 Euro. Die nominale Summe betrug 2017 165 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Kulturetat des Bundes liegt bei 1,6 Milliarden Euro. Kultur ist wie Sport keine originäre Bundesaufgabe. Die Etats könnten also ruhig vergleichbar groß sein. Es wird sogar umgekehrt ein Schuh draus. Es treiben deutlich mehr Menschen Sport, als dass sie regelmäßig ins Theater gehen. Der Sport bietet gesellschaftliche Chancen auf Champions-League-Niveau. Herr Seehofer, die Bundesförderung spielt dagegen leider nur in der Kreisklasse. Seit 2017 mit dem Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag weht Gott sei Dank ein anderer Wind. Ja. Ja. Das Budget für den Spitzensport wird im nächsten Jahr auf 290 Millionen Euro anwachsen. Das ist eine Steigerung von 75% in nur 4 Jahren. Auch andere Forderungen wie die Erhöhung des Einkommens für Spitzensportler von 600 auf 1.200 Euro monatlich und die Abschaffung der willkürlichen Höchstgrenze für Förderung von Sportgroßveranstaltungen wurden umgesetzt. Das ist zwar alles sehr erfreulich, aber nur ein erster Schritt. Wir fordern daher kurzfristig den Etat für die Spitzensportförderung auf 340 Millionen Euro zu erhöhen. Entsprechende Haushaltsanträge werden wir vorlegen. Langfristig sollte der Sportetat aber auf 1 Milliarde Euro jährlich angehoben werden. Wir sind und waren eine großartige Sportnation und wir müssen uns diese Milliarde für den Sport einfach ganz selbstverständlich leisten. Corona hat auch den Sport schwer getroffen. Die wochenlange Schließung der Sportanlagen, insbesondere für die Einzelsportler, war ein schwerer Fehler. Für die Unterstützung der vielen tausend Sportvereine und der Verbände haben wir bereits am 6. April einen 11-Punkte-Antrag vorgelegt, der abgelehnt und später doch größtenteils umgesetzt wurde. Jo. Im Corona-Nachtragshaushalt für 2020 sind 200 Millionen Euro für Zuschauereinnahmenausfälle vorgesehen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Wir vermissen aber die Mittel für 2021, denn dann werden die Corona-Beschränkungen eben halt noch nicht aufgehoben sein.
Und zusätzlich sollte dieses Geld auch für andere, vor allem internationale Sportveranstaltungen, zur Verfügung stehen, mit Zuschauern, eben Halt und Abstand. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr noch 3 Rodel-Weltcups in Deutschland. Abschließend wünsche ich unseren Nationalmannschaften, dass Tokio 2021 wirklich stattfindet. Wir wünschen Gesundheit, Erfolg und angemessene Erfolgsprämien. Ein Olympiasieg sollte wie in anderen Ländern mit 100.000 Euro vergütet werden. Den Antrag dazu hat die AfD-Fraktion vorgelegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jörn König war das, Sprecher für Sportpolitik in der AfD-Fraktion. Und damit sind wir bei einem weiteren Teilbereich des Bundesinnenministeriums angekommen. Es ist ja auch das sogenannte Sportministerium. Und das hat auch der Bundesinnenminister ja selber kurz angesprochen. Auch die Dopingbekämpfung gehört in diesen Bereich hinein. Und jetzt spricht Dagmar Freitag, die Vorsitzende im Sportausschuss des Bundestages. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir gerade über die Arbeit des Sportausschusses gehört haben, ist schlichtweg aberwitzig. Die Heiterkeit hat es ja auch bewiesen. Populismus, Herr Kollege König, ersetzt sicherlich keine Sacharbeit. Und ich darf darauf hinweisen, dass von Ihren Anträgen überhaupt nichts, eine Mehrheit gefunden hat. Sie haben zu gar nichts beigetragen. Meine Damen und Herren, wer hätte zu Beginn des Jahres gedacht, dass nur wenige Wochen später der Sport in Deutschland faktisch zum Erliegen kommen würde? Olympische, Paralympische Spiele verschoben, viele internationale Veranstaltungen gleich ganz abgesagt, Sportstätten flächendeckend geschlossen. Die Corona-Pandemie stellt den Sport auf allen Ebenen vor allergrößte Herausforderungen, vor allen Dingen unsere Vereine vor Ort. Aber gerade dort sehen wir herausragendes Engagement der unzähligen Ehrenamtlichen, die trotz erheblicher Einschränkungen die Attraktivität ihrer Vereine aufrechterhalten können. Meine Damen und Herren, Bund und Länder haben in dieser Krise tatsächlich schnell reagiert. Unterschiedlichste Hilfsprogramme und Angebote für Vereine in dreistelliger Millionenhöhe beschlossen. Allein der Bund hat für die professionellen Ligen abseits des Fußballs 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das alles als Tropfen auf den heißen Stein zu bezeichnen, wie es der oberste Repräsentant des organisierten Sports in diesen Tagen öffentlich getan hat, ist aus meiner Sicht unangemessen, mindestens unangemessen, um vielleicht auch nicht zu sagen respektlos gegenüber denjenigen, die seit Monaten auf allen staatlichen Ebenen ihr Möglichstes tun, um die Menschen, die Gesellschaft und damit eben auch den Sport durch diese Krise zu steuern. Ich darf bei dieser Gelegenheit ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen der Koalition im Haushaltsausschuss danken, die uns Sportpolitiker wirklich außergewöhnlich unterstützt haben. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, ja, die Koalition hat in den vergangenen Jahren nie dagewesene Aufwüchse im Sport ermöglicht. Und diese schreiben wir fort. Übrigens nicht nur im Kontext mit der Spitzensportreform, wo sich der Bund immer als verlässlicher Partner erwiesen hat, wir aber gleichzeitig auch bemerkenswerte Beharrungskräfte auf Seiten des organisierten Sports feststellen müssen. Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten. Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit doch mal daran zu erinnern. Wir setzen die Unterstützung von Verbänden und Kommunen bei Bewerbungen um die Ausrichtung internationaler Großveranstaltungen fort. Und, ich glaube, es ist eine der wichtigsten Botschaften, wir garantieren unseren Topathleten ungekürzte Mittelzuflüsse, um ihnen wenigstens eine annähernd reibungslose Vorbereitung auf Tokio 21 zu gewährleisten. Sehr geehrte Damen und Herren, die Doping-, Betrugs-, Korruptionsskandale von Sportfunktionären nicht nur, aber vornehmlich auf internationaler Ebene lassen einen geradezu ratlos und frustriert zurück. Aber wo Schatten ist, ist ja bekanntlich auch Licht. Ich sehe dieses Licht vor allen Dingen in den zunehmend selbstbewussten Athletinnen und Athleten, die sich, wir erinnern uns, in Deutschland
gegen heftigen Widerstand aus Reihen des Dachverbandes überhaupt erst unabhängig organisieren konnten. Aber nun gibt es sie. Athleten Deutschland e.V., zunehmend professionell aufgestellt durch finanzielle Unterstützung des Bundes. Und ich sehe mit Freude, dass es mittlerweile weltweit vergleichbare Bestrebungen gibt. Kurzum, unsere mündigen Athleten sind inhaltlich und auch konzeptionell Vorreiter. Sie alle, diese selbstbewussten jungen Menschen, machen sich auf den steinigen Weg, dem Sport die Werte und auch die Würde wiederzugeben, die korrupte oder auch schwache, angepasste Funktionäre weltweit zerstören. Und meine Damen und Herren, ich denke, dabei dürfen wir sie nicht allein lassen. Darf ich abschließend bedanken bei Ihnen, Herr Minister Seehofer, und Ihrem Kollegen Finanzminister Olaf Scholz, bei Ihren Staatssekretären Mayer und Kerber und vor allen Dingen bei Frau Lohmann, der Abteilungsleiterin Sport, für eine professionelle, gute Zusammenarbeit. So werden wir das fortsetzen mit Blick auf das Jahr 2021. Vielen Dank. Dagmar Freitag, Vorsitzende im Sportausschuss des Deutschen Bundestages. Und damit folgt ihr jetzt Michael Kiesling aus der Unionsfraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Und daraus sehen Sie, dass sich thematisch jetzt hier wieder ein anderes Feld auftun wird. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns hier im Plenum umschauen, dann sehen wir einen Ausschnitt der Vielfalt in unserem Land. Da ist es nur logisch, wenn wir die Anforderungen sehen, die vielfältigen Anforderungen an Wohnen, Arbeiten und Leben, dass wir da auch einen Strauß an Lösungen brauchen, um die auch erfüllen zu können. Und das zeigt auch dieser Haushalt wieder, wo wir die verschiedenen Themenbereiche, die die unterschiedlichen Gruppen betreffen, auch umsetzen und durchaus weiterführen, was wir in dieser Legislaturperiode angefangen haben. Wenn wir auf den sozialen Wohnungsbau schauen, jeder weiß hier im Haus, hoffe ich doch zumindest, dass der soziale Wohnungsbau Ländersache ist, haben Sie heute auch schon ein paar Mal genannt. Da gibt es bereits Kompensationszahlungen und darüber hinaus gibt der Bund nochmal über das Jahr 2021 1 Milliarde Euro dazu. Das ist eine enorme Leistung, was der Bund den Ländern zur Verfügung stellt für den sozialen Wohnungsbau. Und wir wissen auch, ich habe vorher die Vielfältigkeit angesprochen, dass mit dem sozialen Wohnungsbau nicht alles abgedeckt ist. Wir brauchen Eigentum, damit das Baukindergeld. Ich finde toll, dass die SPD auch die Verlängerung mitträgt zum Baukindergeld. Wir hatten durchaus am Anfang der Legislatur einige Diskussionen, aber so gut, wenn der Erkenntnisgewinn auch da vorhanden ist, ist eine gute Aktion. Wir haben 260.000 Anträge, die gestellt wurden und ein Haushaltseinkommen mit maximal 40.000 Euro, 60% Baukindergeldempfänger. Das heißt, im Haushalt 2021 haben wir noch mal 900 Millionen Euro. Das ist Familienpolitik, die wirklich ankommt. Darüber hinaus gibt es auch noch das Thema Wohngeld. Auch da haben wir geliefert. Die Verlängerung der Frist bis Ende, die Erhöhung gegenüber 2020 um 135 Millionen Euro. Auch das ist ein wichtiger Schritt für die Stärkung des Wohngeldes. Und, was auch nicht zu kurz kommen darf, ist die Förderung des Städtebaus. Da haben wir insgesamt 975 Millionen Euro im Haushalt drinstehen, davon 110 Millionen Euro für Investitionspaket Sportstätten. Darüber hinaus nochmal 790 Millionen Euro für das Programm Städtebauförderung. Und was wäre ein Parlament ohne Wünsche? Ich würde mich wünschen, wenn wir das Thema der Querschnittsaufgabe, die wir jetzt in diesen Programmen der Städtebauförderung haben, zum Thema Stadt, Grün, Brachflächen, nochmal vielleicht etwas mehr an die Oberfläche bringen und dort vielleicht ein eigenes Programm nochmal aufsetzen zu diesem Thema. Und Herr Berli, der nächste Absatz richte ich speziell an die Linken. Wir haben ein Maßnahmenpaket, sozialer Wohnungsbau, Eigentum, Baukindergeld, Wohngeld, Städtebauförderung. Das sind Maßnahmen, die wirken. Wenn ich nach Berlin schaue, Mietendeckel, merkt man, funktioniert nicht. Schauen wir auf den Markt. 50% weniger Mietwohnungen, 40% mehr Eigentum. Das heißt, die Leute wollen nicht mehr vermieten, die wollen verkaufen, sie wollen sich das Vermieten nicht mehr antun. Und das sind doch Überlegungen, die wir hier im Plenum durchaus mit in Betracht ziehen müssen. Und ja, Herr Kühn, guter Beitrag,
sehr guter Beitrag, Herr Kühn. Da muss ich sagen, den Ministerpräsidenten Baden-Württemberg, es war mal eine gute Einlassung zur Wohnungspolitik der Grünen, Umwandlungsverbot. Wir kompensieren den Mietendeckel mit dem Umwandlungsverbot. Das heißt, wir korrigieren den Verkauf von Eigentum, indem wir die Umwandlung ausschließen. Das kann doch nicht die Politik sein, die wir pflegen wollen. Wir brauchen die Vielfalt der Leute, die Wohnraum schaffen. Da gehören Kommunen dazu, da gehört Stadt dazu, da gehören Private dazu, da gehören Baugenossenschaften dazu. Und keine Ideologien, meine Damen und Herren. Neben dem Thema Haushalt haben wir natürlich auch noch Thema der Baulandmobilisierung. Herr Dahltrup hat es ja kurz erwähnt. Wir sind da eigentlich, glaube ich, auf einem guten Weg, wobei wir bei dem einen oder anderen Punkt, glaube ich, doch noch ein bisschen Diskussionsbedarf haben. Ich sage es mal in Worten der FDP, lieber ein bestehendes Baugesetzbuch als ein schlechtes Baugesetzbuch. So. Aber, meine Damen und Herren, es ist nicht alles. Ich denke, auch da kriegen wir eine Lösung hin, weil wir an Lösungen orientiert sind und auch weiterkommen wollen. Also, ich appelliere an uns beiden, CDU und SPD, nein, ich glaube, unser Minister hat es durchaus sehr richtig gemacht, dass wir dort eine Lösung herbeiführen. Aber wir haben auch ein weiteres Thema, und da komme ich auch schon zum Schluss, das Thema der Digitalisierung. Da sind wir auch auf einem guten Weg, zum Thema Smart City, wo wir Kommunen unterstützen, zum Thema Building Information Modeling, wo wir das Kompetenzzentrum eingerichtet haben. Da sind wir auf dem richtigen Weg, und ich bedanke mich auch, dass wir den Haushalt hier entsprechend aufstellen. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die Haushaltsdebatten und heute noch gute Beratungen. Vielen Dank. Sagt Michael Kiesling, Fraktion CSU-Landesgruppe, um genau zu sein. Der gehört er an. Und wir sind beim drittletzten Redner angekommen in dieser Debatte, in der es in erster Lesung um den Etat des Bundesinnenministeriums geht. Hagen Reinhold wird der nächste Redner sein, kommt aus der FDP-Fraktion. Und auch hier wird das Thema Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen wieder die vorrangige Rolle spielen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Minister Seehofer, wo ist eigentlich der sparsame Ministerpräsident aus Bayern verloren gegangen auf dem Weg von München nach Berlin? Wo hat er seine Tugenden eingelassen bei der Anreise? Das frage ich mich. Wenn ich Ihren Etat angucke und nicht nur das, auch Ihre Verantwortung im Kabinett, warum bremsen Sie nicht einen Finanzminister, der neu verschuldet, als gäbe es kein Morgen, Asylrücklage, Haushaltsrückstände, noch und nöcher im Haushalt, das hätten Sie halbieren können, wäre Ihre Pflicht und Aufgabe gewesen, nichts davon haben Sie getan. Ihre Tugend ist verloren gegangen, das sage ich Ihnen. Und dabei wissen Sie doch, viel hilft doch nicht viel. 1,5 Millionen Wohnungen, davon sind Sie 635.000 Wohnungen entfernt. Und deshalb zählen Sie jetzt keine gebauten Wohnungen auf, sondern genehmigte und sagen, das sind angestoßene Wohnungen. Ach wunderbar, die Digitalisierung in den Schulen haben Sie angestoßen, den Breitbandausbau haben Sie angestoßen. Anstoßen alleine reicht nicht. Umgesetzt haben wollen die Leute das in diesem Land. Haben Sie sich mal angeguckt, den Wärmemonitor 2019? Der rechnet nämlich aus, witterungsbereinigt im Übrigen, warum witterungsbereinigt? Wir hatten 10 warme Winter hintereinander weg, diskutieren wir oft im Thema Klima hier im Bundestag. Witterungsbereinigt, minus 2,6% weniger CO2 in den Gebäuden in den letzten 10 Jahren. Sie haben uns geantwortet, was wir eigentlich in energetische Sanierung in den letzten 10 Jahren in Deutschland ausgegeben haben. 500 Milliarden Euro. Eine halbe Billion Euro ausgegeben in 10 Jahren, Einsparung 2,6% CO2. Viel hilft eben nicht viel. Hätten Sie Thermen erneuert, Umweltpumpen erneuert, Sie hätten 600.000 neu gebaute Heizungen jedes Jahr mit 5.000 Euro verschenken können. Das wäre billiger geworden. Das wären 3 Milliarden in 18 Jahren alle Heizungen in Deutschland getauscht, 54 Milliarden insgesamt. Das wären gerade mal 10,8% der 500 Milliarden gewesen. Das wäre effektiv. Ihre Aufgabe ist nicht Geld ausgeben, sondern sinnvoll Geld ausgeben. Aber vielleicht stört Sie das alles so herzlich wenig, weil Sie in einem Jahr zurück in Ihr Eigentum fahren. Eigentum, da war doch was. Grunderwerbsteuerfreibetrag habe ich mal gehört. Eigentümer anfachen. Da sitzt die Koalition, die Sie anstreben. Die wollen Einfamilienhäuser verbieten. Und die Eigenheim, die Grunderwerbsteuerfreibetrag, den kriegen Sie nicht gebacken. Eine unheilige Koalition, die sich da androht für dieses Land. Ich sage Ihnen, Sie...
Kommen wir noch CO2, da sind Sie auf den guten Gedanken gekommen, macht ja der Markt. Ne? Wenn CO2 teuer wird, merken die Leute, Heizkosten werden teuer, sparen sie ein. Oh, guter Gedanke, so reagiert Markt. Was machen Sie? Übrigens die gleichen SPD-Minister in Ihrem Kabinett, die sagen jetzt, da zahlt aber nicht der Mieter, das zahlt der Vermieter, 50% davon. Das heißt, der Vermieter, der die Heizung weder an- noch ausmachen kann, der merkt Ihren Steuerungsprozess CO2-Preis. Ich sage Ihnen, Sie können noch 2 Billionen ausgeben die nächsten Jahre, bei der CO2-Einsparung kommen Sie im Gebäudesektor so überhaupt gar nicht weiter. Herr Seehofer, zum Abschluss. Sie haben noch ein Jahr vor sich. Und Sie wissen, in diesem Kabinett wird kein CSU-Minister entlassen. Das haben Sie ja festgestellt. Man kann nicht nur Unsinn machen, man kann auch mutig sein. Und deshalb sage ich, für meine Kinder und für Ihren Enkel ist doch auf dem Weg, finden Sie Ihre Tugenden wieder. Sparsamkeit, Redlichkeit und gesunden Menschenverstand. Ich danke Ihnen. Hagen Reinhold für die FDP-Fraktion, wo er Mitglied ist im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Ihm folgt Jens Zimmermann. Das heißt, wir haben noch mal einen anderen Aspekt, einen anderen Ausschnitt aus dem Bereich Bundesinnenministerium. Denn Jens Zimmermann ist Sprecher für das Thema digitale Agenda. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Warum haben wir nicht genügend FFP2-3-Masken? Warum haben wir nicht ausreichend Medikamente? Das sind Fragen, mit denen sind wir alle in den letzten Monaten konfrontiert worden und werden es zum Teil noch. Und wenn wir vielleicht in den Januar oder ins letzte Jahr zurückdenken, dann wären Antworten auf die Frage, warum wir nicht Produktionskapazitäten für diese Cent-Artikel hier haben, vielleicht gewesen, das ist unwirtschaftlich. Wir sind eine Exportnation und wir müssen jeden Anschein von Protektionismus vermeiden. Und vielleicht hätte auch jemand gesagt, na, wie wahrscheinlich wird es denn sein, dass nächsten Monat eine globale Pandemie ausbricht, die Lieferungen Engpässe haben, an Flughäfen Geheimdienste sich um Lieferungen von Schutzausrüstung kloppen. Da hätte man wahrscheinlich gesagt, na ja, also wie wahrscheinlich wird das wohl sein? Und genauso habe ich den Eindruck, reden manche darüber, wenn wir über Themen im digitalen Raum sprechen. Wenn wir zum Beispiel über die Frage sprechen, wie halten wir es in Zukunft eigentlich mit unseren Mobilfunknetzen? Und ich freue mich und wir als SPD-Bundestagsfraktion freuen uns, dass ja offensichtlich auch mit Beteiligung des Bundesinnenministers wir beim Thema 5G und Sicherheit jetzt zu einer Lösung kommen werden. Und das ist wichtig, weil, ich habe es eben gesagt, die Leute fragen uns, wie kann das sein, dass irgendwie Masken nicht verfügbar sind in einem Land wie Deutschland. Und wir sagen, wir möchten nicht in einigen Jahren hier an dieser Stelle stehen und darüber diskutieren, wie konnte es denn sein, dass eine fremde Macht bei uns die Lichter ausmacht, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es wichtig, dass das Innenministerium und die Bundesregierung den Schutz der Bevölkerung auch im digitalen Raum sehr, sehr ernst nimmt. Und wir haben ja gerade zum Thema Mobilfunk und 5G-Ausbau da ja auch im Konjunkturprogramm einiges an Mitteln zur Verfügung gestellt. Ich nenne nur mal die 2 Milliarden Euro für das Thema Open RAN. Das ist wichtig und das ist richtig. Aber und wenn wir über den digitalen Raum reden, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben, über die wir diskutieren. Und da müssen wir schon genau hinschauen, weil vorhin kam das hier so rüber, wir müssen einfach nur die totale Überwachung ermöglichen und dann werden schon alle kriminellen Aktivitäten aufgedeckt werden. Das ist irgendwie ein bisschen kurz gefasst, meine ich, meine Damen und Herren, weil wir haben bei dieser ganzen Sache, ja, muss ich sagen, manchmal auch glücklicherweise noch ein paar Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter am Spielfeldrand. Das nennt sich bei uns Bundesverfassungsgericht. Und wir müssen doch mal zur Kenntnis nehmen, dass wir aus Karlsruhe sehr klare Hinweise bekommen, dass es eben nicht so geht, wie der Kollege Mittelberg das vorhin hier dargestellt hat. Jede WhatsApp-Nachricht wird demnächst mitgelesen. Weil es bringt uns am Ende des Tages ja auch nichts, wenn wir hier ständig Gesetze verabschieden, die dann in Karlsruhe kassiert werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Instrumente, die wir heute schon haben, dass wir die effektiv nutzen. Und ich nehme mal ein Beispiel auch aus Hessen. Die Probleme, die wir leider gerade bei der Polizei in Hessen haben, und es hilft ja auch nichts, die zu leugnen.
Da ist es nicht damit getan, dass jetzt plötzlich alle WhatsApp-Nachrichten aller Polizistinnen und Polizisten mitgelesen werden können, sondern es wäre doch mal gut, wenn die Ausstattung der Polizei in Hessen so wäre, dass man am Ende tatsächlich auch sehen kann, wer Personenstandsabfragen gemacht hat. Das funktioniert aber nicht, weil die IT-Ausstattung bei der hessischen Polizei offenbar nicht ausreichend ist. Und deswegen sagen wir als SPD an dieser Stelle ganz klar, wir brauchen einen starken Staat, um die Menschen in unserem Land zu schützen vor Pandemien und aber auch vor Gefahren im digitalen Raum. Und dafür werden wir kämpfen. Herzlichen Dank. Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion, Sprecher für den Themenbereich Digitale Agenda. Und er war der vorletzte Redner in dieser Aussprache zum Etat des Bundesministeriums für Inneres, Bau und Heimat. Folgt folglich der letzte Redner, und das ist Klaus-Dieter Gröhler aus der Unionsfraktion. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Es geht also nochmal um Geld und wo es hin soll. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe in den letzten 90 Minuten den Kollegen der Opposition sehr intensiv zugehört. Aber substanzielle Vorschläge zur Veränderung des Einzelplans 06 habe ich kaum entnommen. Was ich gehört habe, Herr Perli, das war Ihre Sonntagsrede, die mit dem, wo die Linken Verantwortung tragen, überhaupt nichts zu tun hat. Sie tragen in Berlin Verantwortung, leider, füge ich hinzu. Und Sie scheinen vergessen zu haben, dass unter Ihrer Zuständigkeit im ersten rot-roten Senat unter Klaus Wowereit der damalige Finanzsenator Thilo Sarrazin, damals SPD, Zehntausende von landeseigenen Wohnungen billig verscherbelt hat und den sozialen Wohnungsbau in Berlin abgeschafft hat. Daran krankt heute noch der Berliner Wohnungsmarkt. Und heute stellen Sie den Bausenator in der Stadt. Und mehr als Ideologie können Sie nicht bieten. Aber in Ideologie, meine Damen und Herren, kann man nicht wohnen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Danke, Herr Präsident, jetzt nicht. Und lassen Sie mich das noch hinzufügen, und vielleicht hört auch der Kollege Kühn noch dazu, weil ja auch die Grünen in Berlin Verantwortung tragen. Inzwischen rät die Senatsbauverwaltung Antragstellern ab, Bundesbaufördermittel, zum Beispiel zu Städtebauprogrammen, in Anspruch zu nehmen, weil Berlin es nicht mal mehr schafft, die 10- oder 20-prozentige Kofinanzierung zu stemmen. Das ist Realpolitik in Berlin. Vielleicht setzen Sie sich mal mit Ihren Kollegen in der Landespolitik an der Stelle auseinander. Herr Minister, ich glaube, Sie haben wirklich einen guten Etat hier als Entwurf vorgelegt, ein Etat, der dieses Land sicherer macht. 1.000 zusätzliche Stellen für die Bundespolizei und 17% mehr Mittel. Das sorgt dafür, dass in Zukunft mehr Bundespolizei auf den Bahnhöfen und in den Zügen unterwegs ist. Unser Land wird besser geschützt, weil das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, und das haben Sie leider nicht gesagt, Frau Kollegin Mierlitsch, 40% mehr Mittel im nächsten Jahr bekommt, um bei Krisen und Großschadensereignissen entsprechend gewappnet zu sein. Oder unser Land wird in Zukunft auch besser vor digitalen Gefahren geschützt, zum Beispiel bei Cyberangriffen, weil das Bundesamt für Informationstechnik, für Sicherheit in der Informationstechnik zusätzlich 100 Stellen bekommt und 35% mehr Mittel. Unser Land wird moderner werden, weil die Menschen in Zukunft nicht mehr zum Amt rennen müssen und sich eine Wartenummer ziehen müssen, sondern durch die 3 Milliarden, mit denen das Onlinezugangsgesetz umgesetzt wird, schaffen wir endlich Bürokratie ab. Ich könnte diese Liste jetzt lange, lange fortsetzen, vielleicht sogar über Stunden gute Nachrichten produzieren. Das wird der Präsident sicherlich verhindern. Und deshalb möchte ich zum Ende mich mal von den Zahlen noch lösen. Denn das Innenministerium ist ja nicht nur für Sicherheit, Bauen und Sport zuständig, sondern auch für Heimat, politische Bildung und Verfassung. Und manchmal ist es ganz gut, auch in einer Haushaltsdebatte darüber nachzudenken, wo man herkommt und wo man hin will und was unser Land auszeichnet und zusammenhält. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber in den letzten Wochen bekommen wir ja sehr, sehr viel Post. Und viele Bürger schreiben, ihr schafft die Demokratie ab, ihr setzt die Grundrechte außer Kraft, ihr führt eine Diktatur ein. Ich will jedem zugestehen, dass wir über die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie kritisch nachdenken. Aber all die, die das schreiben, denen möchte ich mal entgegenhalten, denkt mal bei solcher Wortwahl darüber nach, was es wirklich heißt, Diktatur. Mit solchen Bemerkungen verharmlost ihr zwei Diktaturen, die in unserem Land leider stattgefunden haben. Und mit solchen Bemerkungen, meine Damen und Herren, beleidigt man auch die Menschen, die zum Beispiel gerade in Minsk
für Demokratie und Rechtsstaat, für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit auf die Straße gehen. Und mich erinnern, die Fernsehbilder aus Minsk immer sehr an die Ereignisse vom Herbst 1989 in Leipzig und dann hier auch in Ostberlin. Und ich will mal an dieser Stelle den Menschen in Minsk und in Belarus zurufen: Ich hoffe, ihr habt das Glück und den Erfolg, den unser deutsches Volk vor 30 Jahren hatte. Wir stehen an eurer Seite. Herzlichen Dank. Klaus-Dieter Gröhler war das aus der Unionsfraktion. Durchaus noch mal bewegt jetzt ob seiner Worte. Und damit ist diese Debatte, diese erste Beratung. Nein, es gibt noch eine Zwischenfrage von Pascal Meiser aus der Fraktion Die Linke. Herr Gröhler, Sie haben ja die Berliner Wohnungs- und Baupolitik angesprochen, haben aber sagen die aktuelle Position der CDU in diesen Fragen gar nicht so richtig benannt. Und deswegen frage ich Sie auch mal, ich habe es Ihren Landesvorsitzenden ja auch schon mal gefragt, ist Ihnen bekannt, dass gerade die CDU-geführten Bezirke in Berlin diejenigen sind, die sich mit Baugenehmigungen sehr zurückhalten und am Ende sozusagen der entsprechenden Listen stehen? Zweitens, Sie kennen vielleicht Ihren Kollegen Herrn Kreff aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin. Ist Ihnen bekannt, dass er sagen, einen Stopp von Bau von Sozialwohnungen in Berlin gefordert hat? Ist Ihnen das bekannt? Und wie erklären Sie das, wenn wir bezahlbaren Wohnraum in Berlin brauchen? Und drittens, ich will auch noch mal darauf eingehen, ist es richtig, dass gerade die Berliner CDU, Herr Lutschak, aber auch andere sich maßgeblich dafür eingesetzt haben, dass aus der Baugesetznovelle jetzt das Umwandlungsverbot sozusagen rauskommt. Ist das richtig? Und wenn ja, wie erklären Sie dann den Berlinern und Mieterinnen, dass immer mehr Leute davon bedroht sind, dass ihre Mietwohnung in Eigentumswohnung umgewandelt wird und sie danach Angst haben müssen, die Miete nicht mehr bezahlen zu können und verdrängt zu werden? Und von den Mieterinnen und Mietern, die in umgewandelten Wohnungen wohnen, ist weniger als 1% in der Lage, überhaupt diese Wohnung zu kaufen. Das zeigen die Zahlen. Wenn Sie hier sagen, Sie machen Politik für die Mieterinnen und Mieter, dann belügen Sie die Menschen. Und da würde ich von Ihnen mal eine klare Aussage gerne hier hören. Herr Kollege Gröhler, wenn Sie mögen, haben Sie jetzt das Wort. Sehr gern, Herr Präsident. Lieber Herr Kollege, ich war ja mal selbst Baustadtrat in Berlin und ich kann mich gut erinnern, wie unter der Zuständigkeit auch Ihrer Partei den Bauordnungsämtern nach und nach die Stellen immer mehr weggenommen worden sind. Und daran krankt heute noch die Berliner Verwaltung. Und wenn Sie jetzt sagen, es sind CDU-regierte Bezirke, dann müssen Sie bitte aber auch zur Wahrheit hinzufügen, dass diese CDU-regierten Bezirke auch immer noch am Tropf der Senatsfinanzverwaltung hängen, was die Personalzuweisungen angeht. In Berlin sind leider die Bezirke nicht frei, ihr Personal einzustellen. Punkt 1. Punkt 2. Das Märchen, das Sie hier immer aufmachen zum Thema Umwandlung in Eigentumswohnungen. Sie vermitteln ja den Eindruck, dass jeder Mieter, der in einer Wohnung wohnt, die umgewandelt wird, automatisch anschließend auf der Straße sitzt. Das ist doch falsch. Erstens kennen Sie den jahrelangen Schutz vor Eigennutzung. Punkt 1. Und zweitens, das Eigentum einer Wohnung bedeutet ja nicht, dass der Mietvertrag aufgehoben wird. Kauf bricht immer noch nicht Miete in diesem Land. Also insofern streuen Sie doch bitte den Menschen hier nicht Sand in die Augen und verbreiten Sie Ängste, die Sie ideologisch zwar nutzen wollen, die aber mit der Realität relativ wenig zu tun haben.